Einen wunderschönen Donnerstag, einen wunderschönen neuen Guild News Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Oh, Moment da. Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, hallo? Ah, hi Manuel, wie geht's dir? Ja, wie geht's den Kindern? Ja, ist blöd in der Schule, ja, gebe ich zu. Ist echt blöd. Sag mal, Manuel, wenn du gerade schon anrufst. Nee, ich habe gerade nichts Wichtiges. Passt schon. Wenn ich dich gerade schon im Hörer habe, pass mal auf. Kannst du mal die GameStop-Aktien verkaufen und das Ganze umlagern auf die NCSoft-Aktien? Ja, genau, auf dieses südkoreanische Unternehmen, genau. Nee, ich bin nicht verrückt. Nee, ich nehme an, dass vielleicht die Aktie demnächst nochmal steigen wird. Spätestens, sagen wir mal, nächstes Jahr frühestens. Ich nehme mal an, so August, September. Und ich glaube, das wird ganz gut was reinbringen. Ja, können wir auch machen. Wir können auch die eine Hälfte von den Bitcoin-Verkäufen auch noch drauflegen. Das ist gar nicht so schlechte Idee, ja. Ja. Ja, genau. NCSoft ist der Publisher von Guild Wars 2. Ja, ich spiele das auch noch. Ja, genau. Bei diesem Guild News Ding war ja auch noch mit, ja. Ja, warte mal. Wir können uns gerne nächste Woche nochmal treffen oder so. Vorausgesetzt, es geht dann. Müssen wir mal gucken. Aber ja, ich habe noch was im Backofen. Ja, danke schön. Tschüss, Servus, schöne Grüße. Servus, tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Oh, wir sind ja gerade noch im Cold Opener, ne? Okay, dann machen wir es einfach ganz kurz. Viel Spaß mit einer neuen Ausgabe des Guild News Podcasts. Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Game. Hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast 377 mit unserem mir fällt nichts ein, was ich sagen soll. Excelsior Sky. Ich glaube, das war der längste Cold Opener, den du jemals gemacht hast. Nee, gab schon längeren. Definitiv. Wirklich? Ja. Ja, ach, war das die Dankesrede? Ja, gut. Nee, ich würde sagen, dieses Drachengepolter-Übersetzungskaos, was ich da mal vorgetragen oh, hatte. Ich hatte glaube, das war verdrängt. Um einiges länger. Ich glaube, das war der längste. Stimmt schon. Ja, wow. Ich glaube, das ist immer mein Highlight der Woche. Ich freue mich auf deine Cold Opener. Da ich in den meisten Fällen ja nie eine Ahnung habe, was wir machen. Und auch dieser ist wieder im Rahmen meiner Dusche. Entstanden. Geht's Emanuel gut? Ja, Emanuel geht's super. Die Kinder, hat er halt erzählt, die machen halt gerade Homeschooling. Das gefällt denen halt nicht so. Die haben nicht so viel Bock da drauf. Zocken lieber. Leider kein Guild Wars 2, aber oh. Ja, die spielen halt hippe Spiele. Ja. Ja, Fortnite und so. Das ist... Naja. Ja, wenn wir zum Fortnite-Podcast funktioniert ja auch. Okay, gut. Ja, es war eine ruhige Woche. Kann man so sagen. Es gab eigentlich nur eine ganz große News und das sind die Quartalszahlen. Also da werden wir euch wieder ein bisschen was erzählen, ob Guild Wars 2 erfolgreich war oder ob es steil bergab geht oder steil bergauf. Ja, ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich auch intern sogar, dank unserem Redaktionsteam. Ja, und als Hauptthema, keine Ahnung, schauen wir mal. Ja, ich glaube, da wird sich schon was selbstständig, was sich verselbstständigen, so wie immer. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Weil da gibt es eigentlich eine Menge über Dinge, die man heute reden könnte. Vielleicht okay. Ein bisschen abseits von Guild Wars 2, aber gibt es eine Menge Themen. So, gehen wir erstmal direkt über die Kommentare vom letzten Mal drüber, richtig? Aber dann sage ich erstmal hier Danke an Spechtmusik für den Prime Sub. Oh, vielen Dank, vielen Dank. 10 Monate schon, yay.
Okay. Pokis ab. So. Dann schieß mal los, Dolz. Ja. Zum einen haben wir vom André Jennerich einen Kommentar auf YouTube bekommen mit einem Lob für das Intro letztes Mal. War das letztes Mal die Geschichte mit einem Pyromanen? Ja, das war letztes Mal. Das war letztes Mal, ne? Oh Gott, das sind, ich weiß auch nicht. Da warst du on fire. Da war ich on fire, ey. Und die Woche davor war ja Großmütterchen dort. Also, dann hat Kai Rascher wieder jede Menge Kommentare zurückgelassen. Zum einen, das weiß ich schon, den habe ich gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, in einem Kommentar, muss ich sagen, als ich den gelesen hatte. Aber, genau, wir haben ja öfter schon darüber geredet, dass das WVW keine Neuerungen bekommen hat. Ja, und er sagt auch zu Recht, ja, das WVW hat ja das Reittier als Neuerung bekommen, sehen aber die meisten WVWler tatsächlich gar nicht als Neuerung. Das sehen die sogar eher als Beleidigung, als Glotz am Bein, wobei ich das eigentlich persönlich gar nicht so schlimm finde, aber das... Ach, die Skadia war damals ziemlich... Ja, ich muss sagen, ich saß so da, als ich das gesehen hatte, das Reittier, so, ja, okay, macht Sinn, die Wege werden halt dadurch ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller, die Laufwege, ist ein bisschen schade, weil dann die Leute alle viel schneller reagieren können auf irgendwelche Angriffsevents und schneller an irgendwelchen Punkten sind, um die anzugreifen oder sowas. Aber inzwischen finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Es ist halt nur so, dass das WVW halt ansonsten halt, es hat es halt nicht viel verändert im Grunde. Und die ganzen vielen Fehler, die es so gab, sind ja inzwischen auch behoben worden, wie dass Leute mit der Kriegsklaue Wände überspringen konnten durch ein paar Tricks. Ja, ja, und, genau, ja. Das zum Beispiel. Oder das, es wurde auch ziemlich stark genervt, das arme Reittier. Dann hat er noch geschrieben bezüglich WVW-Linking, was über das wir letzte Woche gesprochen haben und vorletzte Woche stattgefunden hat, über das Relinking. Hat er noch gemeint, weil ich gemeint habe, es gab ja einen Server, der entschlossen hat, nicht WVW zu spielen, weil sie mit dem Linking nicht zufrieden sind, weil sie keinen Partner erhalten haben. Und Kai Rascher sagt vollkommen zu Recht auch, dass es echt schwierig ist, ausgeglichen ein richtig gutes Linking zu machen. Denn wie soll man denn die Population oder die Server zueinander hinstellen, wenn halt ständig irgendwelche Fluktuationen von Gilden zwischen Servern stattfinden? Gebe ich ihm vollkommen recht. Sieht man ja auch sehr gut auf gw2mists.com. Das kann ich auf jeden Fall über die Seite kann ich empfehlen. Da kann man nicht richtig sehen, wie die Leute, die sich auf gw2mists.de registriert haben, die Server gewechselt haben. Und ist auch jetzt so, ich habe heute auch schon mitbekommen, die im Grunde die letzte Gilde, könnte man fast sagen, von Fortranik, also dem Linking-Partner von ArenaNet, transt jetzt auch weg von Fortranik und lässt dann Ilona im Grunde auch alleine dastehen, wobei das nicht viele Spieler waren. Es waren, glaube ich, wirklich nur einzelne Gilden. Sehr gut, dass wir das auch sehen können jetzt damit. Ja, ja, das kann man da eben sehen, aber man sieht das halt nur anhand der Leute, die halt eben registriert sind auf der Webseite und ihren API-Key hinterlassen haben. Genau, können wir eigentlich theoretisch, ach nee, ich glaube, dafür musst du registriert sein und angeloggt sein, damit man das mal vielleicht zeigen könnte. Vielleicht machen wir das mal ein anderes Mal. Vielleicht könnten wir mal Aros, den Creator von der Seite, mal einladen zu einem Podcast und dann können wir uns das mal genauer angucken. Ich glaube, der hat auch bestimmt einige coole Sachen dazu zu erzählen. Was hat er noch geschrieben? Weißt du das gerade? Also ich kann hier gerade übrigens sehen mit World Transfer. Ich weiß allerdings nicht, ob es noch einen Schalt machen. Ja. Ja, genau, das ist das, ja, ja. Du siehst nämlich links immer die Seite, von welchem Server die kommen und rechts, wohin sie hingetranst sind. Umso breiter der Balken zum Beispiel auf der rechten Seite ist, umso mehr Leute sind da hingetranst. Also du siehst zum Beispiel bei Fish of Woe, das ist, wie heißt denn der Server? Weißflankrad ist das, glaube ich, auf Deutsch, dass da viele Leute hingetranst sind von ganz vielen verschiedenen Servern. Man sieht da halt auch richtig diese Verbindungen zwischen den Servern.
Genau. Ja. Zum Beispiel hier ganz viele von Ferne Zittergipfel sind zum Beispiel nach Weißwandgrad rüber getranzt und so weiter. Genau, das kann man hier eben beobachten. Man kann, glaube ich... Oh, es sind sogar ein paar von Arborstein. Ja. Hey, wie heißt das? Nee, nicht Arborstein. Wie heißt Laubenstein. Das? Laubenstein, genau. Laubenstein so nach Jademeer. Jademeer heißt es auf Deutsch. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn du Sea auf Englisch hörst, dann denkst du immer an Sea. Ja, ja. Was? Es ist allgemein nicht so einfach mit den Servernamen, weil ich musste ja auch gerade erstmal überlegen, was Fisher of Woe nochmal war oder was haben wir noch so? Nee, ich glaube, Whiteside Ridge ist Weißflankgrat. Was ist denn denn Fisher of Woe? Ich weiß es gerade nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt. Naja, genau, die Seite kann man da mal auf jeden Fall empfehlen, wenn die Leute mal sehen wollen, was da für Fluktuationen stattfinden. So, genau. Gut, die zahlen aber auch immer gut dafür, also 1000 Edelsteine? Das kommt immer, ja, das ist ja nicht, also nicht keine festen 1000 Edelsteine, das kommt immer darauf an, wie voll der Server ist. Weil umso voller der ist, umso teurer wird es. Ich weiß gar nicht, was so die Untergrenze ist von den Gems, von Edelsteinen her, wie teuer es ist, weiß ich gar nicht. Aber es gibt, was mich immer sehr wundert, ist, es gibt extrem viele Leute, die extrem oft tanzen. Da würde mich mal interessieren, ob sie da die Edelsteine immer kaufen oder also mit Echtgeld kaufen oder ob sie das ihr Gold in Edelsteine umwandeln und wie sie dann ihr Gold gemacht haben. Mhm. Weil ich habe Probleme im WVW Gold zu machen tatsächlich. Ja, da bricht mir jetzt unter einen WVW-Fachmann, aber keiner ist ja. Gut. Was haben wir sonst noch? Hat er noch irgendwas Wichtiges geschrieben? Genau, er hat noch geschrieben, ich glaube, ich lese es einfach vor, das ist vielleicht einfacher. Zum Thema, es ist schön, wenn deutsche Server verlinkt sind. Das finde ich nicht. Wenn du es schön findest, dann liest dir mal bitte den Map-Chat durch. Was da dann abgeht, Beleidigung ist dann ist da an der Tagesordnung. Also ich lese mal ein bisschen frei vor. Auch wenn man die Spieler annet, da tut sich nichts. Ich nehme an, dass er schreibt, auch wenn man die Spieler bei Arena meldet, tut sich da nichts. Meiner Ansicht nach war die schönste Verlinkung mit den Franzosen. Also wie gesagt, wir sind gerade Lona mit Fort Ranik verbunden. Und ich habe das jetzt auch nur mitbekommen, dass da Leute von Fort Ranik wieder wegtranzen, weil wir eigentlich eine recht coole Connection zueinander hatten, ohne großen Aufwand. Also da ist man nicht großartig aufeinander zugegangen oder so. Das einfach von selbst so funktioniert, dass die Leute dann einfach mit uns gespielt haben. Ja, ich habe das auch schon mitbekommen, dass Server die Deutschen als Nazis bezeichnen, aber ich habe das Ganze aber auch in die andere Richtung mitbekommen. Also das ist jetzt unabhängig davon, ob es ein deutscher, französischer, spanischer, internationaler oder sonstiger Server ist, die haben alle so ein bisschen ihre Ecken und Kanten in Sachen Zusammenarbeit oder wie kann man das nennen? Die haben irgendwo alle immer einen Dreck am Stecken. Aber wie heißt es immer so schön? Ein schlechter Apfel am Baum macht nicht den ganzen Apfelbaum schlecht. Also da ist nicht jeder Apfel gleich. Aber die schlechten fallen halt eher auf als die guten Äpfel am Baum. Das ist nun mal schöne so. Metapher. Ja, ist halt so. aber auch, ist auch ganz oft so. Also ich habe mir, glaube ich, diese Metapher auch nicht so ganz ausgedacht, wenn ich richtig gelesen habe. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das damals auch auf dem Subreddit zu MMORPGs gelesen. Übrigens sehr salty Subreddit, wo dann auch jemand gefragt hatte, ja, wie ist denn das so mit der Guild Wars 2 Community, ist die nett oder so, weil er das Spiel spielen wollte. Und da hat auch einer im Grunde diese Metapher verwendet mit den Äpfeln und so weiter. Ich glaube, daher habe ich das gerade her. Was hatten wir noch so? Genau, dann hat Juro noch gesagt, dass er mit seinen... Nein, das Intro hat ihn zutiefst versteuert, was du letzte Woche gemacht hast. Er muss jetzt drei Podcasts nachholen. Genau, aber wegen Uni-Stress, genau, das war nämlich das, was ich gesucht hatte, genau. Ich hoffe, dass der Uni-Stress jetzt beendet ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aktuell extrem stressig ist, gerade aufgrund der Umstände, die aktuell so herrschen. Oh ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nochmal eine Spur mehr Stress ist. Ich
habe das jetzt auch schon ein paar Erzählungen mitbekommen, wie sich auch Abiturienten jetzt aktuell rumstressen und so weiter. Alles nicht so einfach aktuell. Ja, so. Halte durch. Das ist, glaube ich, das Beste, was man sagen kann. Was bleibt uns anders übrig? Ja. Ja, gut, es ist ja jetzt schon ein bisschen Ende in Sicht für den ganzen Lockdown. Na, schauen wir mal. Ich bin ja davon ausgegangen, dass es bis Mai alles noch so geht, aber naja. Ich denke, das geht definitiv noch in den Sommer mit rein, also naja. Aber schauen wir. Gut. Lassen wir das lieber weg, es ist genug das, depressiv, wenn wir das jeden Tag auch, eine Nachricht. Das muss auch hier gar kein Thema sein, das ist die ganze Geschichte. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Kommentare. Ist ja wie immer ein fester Bestandteil vom Podcast und wenn ihr wieder Fragen, Anregungen habt oder einfach kommentieren möchtet, macht es. Genau. So, ihr liefert dann nämlich uns den Content, den wir euch liefern. Den guten Content. Den guten Content, genau. So wie der Tank gesagt hat, der auch gesagt hat. Er scheint genau. 27 Monate schon. Vielen Dank. Ja, da habe ich dir eine gute Steillage gegeben. So, dann kommen wir zu den Themen rund um Guild News. Thema Nummer uno. Wir suchen immer noch einen PvE und PvP-Redakteur. Also der Redakteur, der sich da bewirbt, soll nicht für PvE und PvP zuständig sein, sondern für einen der beiden Bereiche. Ich will das mal rauslöschen aus der Liste. Nee, es ist aber wichtig. Vielleicht wollen die Leute aber nicht jede Woche hören. Ja, das mag sein, aber es ist wichtig. Und es ist ja auch so, dass wir uns immer weiter verbessern wollen und so weiter. Für besseren Content braucht man manchmal auch mehr Leute, damit auch, ich sag mal, Artikel wie guter Wein reifen können. Boah, was für Metaphern, ey. Gut, dann haben wir noch von Aglis, glaube ich, Truhen, richtig? Genau, wir haben ein Truhenöffnungsvideo von ihm. Ein ziemlich langes Video. Für solche Öffnungen. Es geht 28 Minuten und er hat die neue Schwarzlöwentruhe aufgemacht, die wandernde Wolke-Truhe. Wo es auch diese wunderschöne Son Goku Wolke gibt. Hieß die Jinjo Jun, glaube ich. Jinjo Jun heißt sie in Dragon Ball. Ja. Genau. Jinjo Jun. Sag das ja, mal dreimal hintereinander. Ich habe auch schon überlegt, dann, also viele haben ja dann auch, habe ich aus vielen Ecken mitbekommen, gesagt, ja, sie wollen jetzt einen Son Goku Cosplay machen. Warum macht niemand einen Son Gohan Cosplay? Son Gohan hat nämlich auch in Dragon Ball Set Jinjo Jun genutzt. Ja, weil der ist nicht so cool. Ja. Er war als Kind cool und kam, wo der erwachsen war, er dann irgendwie so. Was? Welcher ist dein Lieblings-Dragon Ball Charakter? Es ist so viele Jahre her, ich weiß schon gar nicht mehr. Ziemlich gute Frage. Es gibt nicht viel. Er war gut. Okay. Habe ich so keinen, wo mir am besten gefällt. Ja, also mir persönlich gefällt Son Goten bzw. Gotenks, also die Fusion aus Trunks und Son Goten. Ach, die beiden, ja. Ja, die waren dann wieder cool, stimmt. Ja. Ja, einige coole Charaktere. Ja, whatever. was kommen wir zurück zum Thema. Was hat könnte ich auch einfach den Affenkönig draus machen. Original Son Goku aus der ja, aber ich glaube, der kann nicht den. Du könntest einen Schaden nehmen, dann machst du die Jaya-Frisur drauf und Ron hat das schon und dann so ungefähr ein Affe. Naja, er kann ja auch die. Also, ich weiß nicht, es gibt ja einen Trank, ich weiß nicht, ob man den mit einem Trank benutzen kann, ich glaube nämlich fast nicht. So, was hat er rausbekommen? Er hat, glaube ich, die Wolke rausbekommen tatsächlich. Er hat einen Drainer-Skin rausbekommen, ein Schultertuch. Was für ein Schultertuch hat er rausbekommen? Was für ein Schultertuch? Ach so, mit den garantierten Garderobenfreistellungen hat er einen Drainer-Langbogen rausbekommen. Ah, so ist das. Und die Drainer-Waffen sind ja zufälligerweise auch die Waffen, die man aktuell aus der schwarzen Truhe rausholen kann. Deswegen habe ich das so komisch gelesen. Ein Schultertuch, was mal 400 Edelsteine gekostet hat. Und ein Karma-Scan. Das ist der Grund, warum ich diese Garderobenfreischaltung nur auf der Bank lagere, aber sie nie benutzt habe. Weil ich genau weiß, da kommt sowas ganz Billiges raus. No risk, no fun. Nein. Das wird immer auf der Bank gelagert. Irgendwann brauche ich das Zeug. Und er hat tatsächlich noch einen hochentwickelten Stoffständer rausgezogen. Drei goldene
Schlüsse. Das ist echt ja. Lucky, wo hat er, der hat zweimal in dieser Liste den hochentwickelten Stoffständer drin stehen, sehe ich gerade. Aber die Wolke hat jetzt nicht rausgezogen, so wie ich das sehe. Hä? Doch, er hat, genau, er hat genau, er hat hier unten die Wolke unten rausgezogen, so. Genau. Auch den neuen Skin hier. Ja, ich hab ja am Sonntag auch, wie viele Truhen habe ich denn aufgemacht? 10 Truhen und. Nee, ja doch, 10 Truhen und 2 goldene Schlüssel investiert und habe nur den Aurox-Skin rausbekommen. Und das auch noch in meiner allerersten Truhe mit dem normalen Schlüssel. Ansonsten, was habe ich noch so rausbekommen? Mit den 2 goldenen Schlüsseln habe ich, glaube ich, 2-mal die Drainer-Pistole rausgezogen. Wovon ich dann auch eine direkt dann im Chat auch verlost hatte. Ach, das ist aber nett von dir. In der Hoffnung, dass mein Karma so gut wird, dass ich dann auch die Wolke bekomme. Ja, dann mach doch gleich mal direkt Werbung hier. Wann machst du noch mal einen Stream? Sonntags ab 8 Uhr früh. Um 8 Uhr, da liege ich noch im Bett, man. Ja, wir machen aber fang doch später aber gucken an. Dann. Aber gucken dann. Nee, will ich nicht. Da habe ich da. Das Geschickte ist um. Guck doch in mein Alter, dann willst du ausschlafen. Um 8 Uhr hast du keine Konkurrenz. Um 8 Uhr hast du keine Konkurrenz. Das ist der Vorteil. Da kreist die ganzen Leute ab. Ich sag dir, das ist die Marktlücke in ja gut, Ron spielt ja auch nicht mehr und Burden ist später dran und wenn er wieder zu viel Rust gespielt hat. Ja, oder siehst DC, du, und Ron hat normalerweise immer sonntags um 8 Uhr gestreamt und ich wollte eigentlich immer diesen Slot haben, aber nachdem Ron weg ist, hat sich da so ein Stream-Vakuum, sag ich mal, gebildet, dass ich mir dann einfach genommen habe und genutzt habe. Ja, das stimmt schon. Also hat ziemlich viel rausbekommen. Muss man halt wieder für sich selbst entscheiden, ob sowas wert ist, keine Ahnung. Ja, also den Aurox-Skin habe ich mich drüber gefreut tatsächlich, weil ich den eigentlich ganz cool finde, weil er ein bisschen außergewöhnlicher ist. Über die Wolke hätte ich mich persönlich ein bisschen mehr gefreut. Naja, vielleicht, ich habe schon überlegt, vielleicht warte ich einfach auf die nächste Truhe und dann knall ich wieder 10 Schlüssel rein und dann müsste der Wolke auch noch drin sein, dann werde ich die schon bekommen. Ich warte auf den nächsten Sale, wo man sich dann günstig Schlüssel holen kann. Weil dann kann ich vielleicht mal sagen, okay, nimm meine Partner-Edelsteine, die ich ja nie verlosen habe. Ich muss das sagen, weil Durden die ganze Zeit darüber redet im Stream, wie die bösen Partner immer die Gems für sich selbst nutzen und so weiter. Und ich so, okay. Ja, dafür mache ich auch Ratscho. Genau, was ich zum Beispiel, was es ja auch immer aktuell gibt, sind die Evon Schlitzklingen Glückskuverts, die man immer garantiert bekommt. Mhm. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht tatsächlich. Die spare ich jetzt noch für mich auf und die mache ich dann zum Ende des Events dann haben auf. Haben die irgendwas Besonderes drin? Ja, die sind im Grunde halt Glückskuverts mit ein bisschen höherer Wahrscheinlichkeit, dass du coolere Sachen rausbekommst. Das ist 0,00001. Und das Besondere halt daran ist halt, dass die halt auch wieder mit Glück funktionieren, mit magischem Gespür. Also sprich, hohes magisches Gespür verspricht besseren Loot und dementsprechend warte ich dann halt einfach bis zum Ende des Events, wo ich dann alles aufmache, was ich dann bei mir rumliegen habe. No. Ja, und hier übrigens nochmal danke an Topaz für den Sub. Ja, guten Abend. Ja, dann haben wir, was nicht in der Liste steht, natürlich noch weitere News bekommen auf unserer Seite. Heute waren sie alle fleißig, als ich die Liste noch gemacht hatte gestern und heute früh, da war noch nichts. Und ja, unsere Seite lädt langsam. Was waren, da war noch ein internes und zwar Frage der Woche zum Beispiel, das wäre auch eine Schmerz. Ja, genau. Es läuft eine neue Frage der Woche, wo es da um das Stream- bzw. Event-Team geht, wo wir ein bisschen fragen, was erwartet ihr euch vom Stream bzw. vom Event-Team? Also wir haben ja aktuell so eine Sache laufen, dass wir einmal im Monat irgendwas anderes mal spielen. Wir hatten ja schon Tinkertown, glaube ich, haben wir mal gespielt und Wixit und Mongas habt ihr auch gespielt. Mongas hatten wir auch mal gespielt, das ist richtig, ja. Es wird auch schon wieder am nächsten gearbeitet. Und viele wissen zum Beispiel, wir wollen zum Beispiel auch wissen, ob überhaupt die Leute wissen, was das Dream Team ist. Wir spielen jetzt Valheim, das ist der neue Renner. Valheim habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Zeit. Das ist so ein chilliges Aufbauspiel, komm, also wir müssen. Ich spiele Final Fantasy auf dem Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Zeit, aktuell irgendwas zu spielen, weil bei mir
sehen jetzt seit ein paar Wochen die Abende so aus, dass ich entweder abends Dota 2 angucke, ESL, E-Sport, weil ich früher viel Dota 2 gespielt habe und es mich dann mega interessiert, wie das da inzwischen aussieht, wie die Leute da so abgehen und so. Und da zuckt es mir dann auch immer wieder in den Händen, dass ich dann vielleicht mal Dota 2 wieder angucke. Und eine andere Sache, was ja viele bestimmt schon mitbekommen haben, ist dieses Rust-Projekt Rustplatz von Bonjwa und Rocket Beans TV, wo ja jetzt die zweite Staffel, glaube am Sonntag angefangen hat und Dörden ist sogar dabei. Dörden ist auch dabei auf dem Rustplatz, wenn sich die Leute das angucken wollen. Ich weiß noch, wo es vor einigen Wochen angefangen haben und da gab es irgendwie diesen Shitstorm. Nee. Das, was du meinst, ist was ganz anderes. Das ist ein anderes Projekt. Ja, aber es war auch mit Rust, was sie machen wollten und dann hat sich das aufgelöst. Das ist ja jetzt das Neuere, etwas Bessere. Genau, das ist ein Neueres, aber die haben gar nichts mit den anderen zu tun. Ja. Überhaupt nichts. Aber die haben, so wie ich das mitbekommen habe, tatsächlich auch ihre Lehren aus diesem Drama gezogen und gesagt, okay, wir halten das stark begrenzt, Leute schlagen andere Leute vor, die vielleicht mitspielen könnten und so weiter und dementsprechend hält man das stark kontrolliert, wer da drauf spielt und so weiter. Ich glaube, das tut dann auch ganz gut und nimmt Drama dann auch aus den Segeln. Aber wenn Menschen zusammen spielen, gibt es immer Drama. Das ist etwas, was ich in meinen Jahren hier in der Online-Community gelernt habe. Ja, aber ich bin halt so ein Mensch, der guckt halt sich wirklich super gern Roleplay an. Also ich bin ja auch so ein Opfer, das ewig sehr viel D&D sehr gerne spielen oder sowas, Pen Paper, keine Ahnung. Ich habe schon so lange, ich habe jetzt bestimmt ein Jahr keinen Pen Paper mehr gespielt. Ach, stimmt, du hast ja eine Gruppe gehabt, wo du sowas machen konntest. Ja, stimmt, genau. Da war ja was. Es ist halt alles etwas schwierig jetzt aktuell. Und online geht es auch. Na, ich finde, online ist nicht das Gleiche. Du brauchst halt online einen Künstler, der die ganzen Figuren zeichnet, der die Karten und so weiter macht. Online finde ich halt nicht so geil. Es ist viel cooler, wenn du den Leuten gegenüber hockst, ja, einen Witz ziehst und du siehst schon an seiner Miene, ob er es gut findet oder nicht. Ja, oder peinlich. Das hat was ganz anderes und ich mag das auch nicht über Kamera. Da fühlt man sich immer ein bisschen beobachtet. Ja, das kann Also viele stellen sich auch vor, dass ich auf der Arbeit die ganze Zeit die Kamera anhabe, der hat da, ich weiß nicht, da würde ich die Krise bekommen, ständig beobachtet fühlen. Wie jetzt gerade auch, wie ich mich komplett beobachtet fühle. Ach, ich schaue dir ganz so, ich bin froh, dass ich keine Kamera habe. Und ich sehe es gerade auch im Chat, ja, also die eigenen Würfel, ja, das ist schon das Wichtigste. Ich weiß jetzt nicht, das sieht man, ja doch, man sieht es hier, glaube ich, gerade. Man sieht da so ein schwarzes Quadrat hier. Zack, das hier ist zum Beispiel ein Würfel, ich weiß nicht, wie nennt man es, Würfelteller oder so, der hier. Ein Dice-Set, ja. Ja, ich freue mich, wenn ich den mal wieder benutzen kann. Darauf freue ich mich richtig. Ich glaube, ich mache mal einen Videoanruf bei dir, wenn wir mal offline sind, und dann zeige ich dir hier mein Critical Role Dice-Set, was ich gewonnen habe. Und jetzt habe ich das natürlich auch nicht da, aber ich habe das coolste Geschenk, was meine Schwester mir, glaube ich, jemals gemacht hat, war ein Würfelsäckchen mir zu schenken in Form von Kappador. Das hat sie selbst gehäkelt. Mega geil, das Ding. Mega geil. Hat mich damals mega gefreut. Ach ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, mal wieder auch Brettspiele zu spielen oder so mit anderen Leuten als mit meiner Mutter ständig. Das ist auch auf Dauer langweilig, muss ich zugeben. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Also lest euch auf jeden Fall die Frage der Woche durch. Das ist ja, ganz interessant. Ja, und nimmt vor allem teil, nicht nur durchlesen, sondern auch teilnehmen. Ja, natürlich, klar. Auch teilnehmen, das ist noch die wichtige Sache. Weil das hilft natürlich auch dem Event-Team hier noch. Ja. Bist du am Event-Team, da ist ja auch Niki, eine der Leiterinnen, kann man sagen. Auch wenn sie wieder sagen würde, nein, sie ist nur eine von vielen. Ja, sie ist nicht die Hauptverantwortliche. Ach ja, genau, das kann man ja auch mal sagen, wenn man gerade schon das Thema Event-Team und Niki und so haben. Ein kleiner Tipp, ne, für alle Leute, die möglichst viel aus dem Mondneujahr rausholen wollen, macht Gildenmissionen. Denn mit Gildenmissionen kriegt ihr Gildenbelobigungen und pro Tag könnt ihr in der Gildenhalle 3 Gildenbelobigungen ausgeben, um 3 von diesen gelben Glückskuverts zu holen. Also, wenn euch Gildenbelohnungen fehlen,
macht Gildenmissionen mit. Wenn ihr eine Gilde braucht, die Gildenmissionen macht, dann kommt in die Guild-News-Gilde. Könnt ihr einfach im Discord danach fragen, nach einer Einladung. Und dann könntet ihr schon am Montag, kommenden Montag um 19.30 Uhr, bei der Gildenmission dabei sein und jede Menge Gildenbelohnungen abholen und damit dann auch wiederum also Glückskuverts. Lohnt sich. Also ich kaufe die aktuell jeden Tag. Also als ihr im Podcast war, hatten wir auch schon Werbung dafür gemacht. Also die Truppe ist klein mittlerweile natürlich. Nach so ja, ich war jetzt auch diesen Montag mal wieder dabei. Ach, schön. Ich hab's mal wieder geschafft. Also es lohnt sich durchaus. Also sie sind sehr effizient, die Truppe ist ganz nett, ist immer gute Unterhaltung. Also falls ihr Lust habt. Genau. Hoffen wir, dass ihr im Kanter endlich neue Guild-Missionen kommt. Ja, lebt sich das wahrscheinlich auch. Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein. Nee. Habe ich auf Reddit gelesen, ArenaNet sagt doch eigentlich zu allem, wir arbeiten ganz, 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 ja, ganz, ganz doll und hart an Kanter. Also nehme ich mal also, an, dass auch sowas vielleicht kommt. Wie gesagt, also man hatte damals auch bei Heart of Horns gesagt, diese Worte hallen nach wie vor in meinem Kopf, als jemand gefragt hat, ja, sind Gildenhallen denn sicher? Ist man da drin sicher? Und dann die Antwort des Entwicklers, ja, die Sicherheit könnte etwas trügerisch sein. Und ich warte immer noch darauf, dass irgendwas mit den Gildenhallen passiert. War da was? Das weiß ich schon gar nicht. Ja, das okay, war wirklich vor Heart of Horns hat man das, das gefragt und das kam als Antwort. Das halt immer noch in meinem Kopf und ich hoffe immer noch, dass sie irgendwas noch mit den Gildenhallen machen. Denn die Ausbau, die vielleicht nur ein bisschen ausbaubarer macht, ja, ich weiß nicht, was man dann noch machen könnte. Könnte man einen kompletten Podcast vielleicht nochmal füllen, was man mit Gilden-Content tun könnte. Gildenmissionen kann man. Das könnten wir uns wirklich mal ausschreiben, weil da könnten wir dann wirklich auch vielleicht Wiki mal wieder ein. Gildenmissionen. Das ist eigentlich eine Idee, nur noch ein paar andere. Ich muss mir mal notieren. Ja, notier das. Dann. Genau so kriegen wir Themen, super. Dann kommen wir noch zu Guild Wars 2 Themen. Und zwar gab es die Frage in der Community, wie man dann diese ganzen Kochrezepte dann erstellt hat, die es so im Spiel gibt. Und dann hat sich Lindsay Murdoch hingehockt und hat diese Frage beantwortet, denn sie hat die Kochrezepte für den Launch damals, also vor 8 Jahren, vielleicht schon 8,5 Jahren kann man inzwischen schon fast sagen, hat sie die Kochrezepte entwickelt und dann veröffentlicht im Spiel. Für alle Leute, die nicht Lindsay Murdoch kennen, die ist Game Designerin. Ich habe auch vorhin nochmal nachgeguckt, die ist seit ganzen 15 Jahren bei ArenaNet. Unglaublich. Also sie muss dann theoretisch an Guild Wars 1 dann mitgearbeitet haben, tatsächlich. Wahrscheinlich, ja. Puh. Gut, was gab's denn da Spannendes? Ja, so gut, sie erklärt hier im Grunde, warte mal, wie viel sind es? 4 Regeln, die sie sich aufgestellt hat und hat sich dann an diesen Regeln dann entlang gehangelt, um diese ganzen Rezepte zu kreieren. Und Regel 1 war, warte mal, im Grunde kann man das hier vorlesen, wir verspeisen keine empfindungsfähigen Lebewesen Tyrias. Wo sie damit erklärt, okay, wir wollen halt nicht irgendwelche Crawl-Kotlets haben oder Quaggan, was weiß ich. Ach ja, hier steht sogar Quaggan-Speck oder sowas. Weil sie möchte nicht, dass irgendwelche fühlenden Kreaturen, so wird es zumindest übersetzt. Empfindungsfähigen Kreaturen irgendwie da verspeist werden. Wisst ihr, die Ausnahme bei der ganzen Geschichte nennt sie dann die Choyas, weil sie ist eigentlich davon ursprünglich ausgegangen, dass die Choyas ein bisschen, naja, dümmlich sind oder nicht empfindungsfähig, bis sie dann halt irgendwann festgestellt hat, da gibt es ja Choya-Dörfer und die tanzen gemeinsam und haben irgendwie. Die haben auch so eine Sprache. Haben auch eine Sprache und irgendwie so ein Gesellschaftsleben oder so. Und dann so, ja, okay. Zu spät. Genau, das war Regel 1. So, Regel Nummer 2 war kein ekliges Essen. Dann hat sie noch dazu geschrieben, kein Eintopf mit mysteriösem Monsterfleisch zum Beispiel. Also alles relativ auch genießbar gestaltet. Ja, da fällt ja schon mal das Essen, was Link verbrennt, da schon mal weg.
Was Link verbrennt? Ja, okay. Da gibt es so ein Essen, das ist so verpixelt sogar, du weißt nicht, was es ist. Oh, okay. Das ist großartig. Das wusste ich nicht. Ja, bei Trefferflimmer. Also alles genießbar sollte das auf den ersten Blick sein. Dann Regel Nummer 3, Einwegbasiszutaten sind möglichst zu vermeiden. Also irgendwelche Rezepte rauszuhauen, wo du ein Ingredient, eine Zutat hast, die nur einmal benötigt wird, das wollte man möglichst vermeiden. Ich weiß aber nicht, ob man das so geschafft hat. Mit Leinsamen? Leinsamen sind dann schon hard of thorns, aber ich überlege gerade, wie das ist mit Seetang, weil ich glaube, Seetang fällt mir jetzt spontan nämlich nur ein einziges Rezept ein, wo man das braucht. Wie ist denn das mit Seetang? Nee, tatsächlich, Seetang hat auch 4 Rezepte, was man damit machen kann. Man kann damit Stück Unterwasserwurm-Sushi machen. Okay, das habe ich noch nie gehört. Was gibt dir das denn? Bei Sieg über Gegner 150 Kraft und Zustandsschaden für 30 Sekunden. Ja, das ist ganz nett, aber davon habe ich noch nie was gehört. Holy shit. Ja, das mache ich schon Barfootnutscher auch nicht. Ach, weil man dafür ein Unterwasserwurmfilet braucht. Wo kriegt man das denn her? Unter Wasser. Und unter Wasser? Okay, interessant. Okay, neue Rezepte, die ich kennenlerne hier. Ja, das ist halt auch das Schöne. Und das ist, wie diese ganzen Rezepte funktionieren. Und damit kommen wir eigentlich auch zu Regel Nummer 4. Diese ganzen Zutaten, Zusammenstellungen dieser Rezepte sind so gestaltet, als könnte man sie in der echten Welt kochen. Ja? Also man geht her, was braucht man denn, was benutzt man denn so zusammen mit Mehl, ja, dann nimmt man Mehl und Wasser, das kennt jeder, ja, da macht man schon einen einfachen Teigling draus. Und so haben sie das Ganze aufgebaut und hat eben diese Rezepte dann kreiert. Ich glaube, sie hat auch noch was zu Omnombeere geschrieben. Ja gut, sie hat gesagt, also die Namen sollen halt unserer realen Welt entsprechen. Dann, auch hier habe ich ein paar Ausnahmen an mir vorbeigeschlichen, wie zum Beispiel Winterbären. Und eine Ausnahme habe ich mir persönlich geleistet, weil ich sie witzig fand, die Omnombären. Interessanter Fakt am Rande, das Symbol für Omnombären sieht aus wie eine Mangostan, eine tropische Frucht, die ich auf einer Reise nach Hawaii einmal probieren konnte. Das ist eine Mangostan. Oh, ich sehe gerade Mangostan. Das sieht wirklich extrem wie eine Omnombären aus. Kriegt ihr mal Hunger? Tatsächlich. Mangostane, auch Mangostan, Mangostanbaum, Mangostin oder Mangostinbaum genannt, ist eine Pflanzenart der Gattung. Das Wort Mangostan stammt aus dem Malaysischen. Die Frucht dieses tropischen Baums genannt Mangostanfrucht oder Mangostan und reich an Oxidantien. Das ist toll. Wonach schmeckt sie denn? Ist das hier irgendwo beschrieben? Hühnchen. Ja, Entschuldigung. Hühnchen, ja, nicht schlecht. Nutzung als Obst. Okay, interessant. Wo wächst die? Heißt Launch bei uns Launch? Nee, das ist ja Launch, genau. Wir sprechen es ja Launch aus, weil ich bin ein bisschen irritiert, wie ich dem Launch spiele. Ja. Ja. Ja, das waren auf jeden Fall die Regeln, nachdem sie eben gearbeitet hat, hauptsächlich. Und ich meine, auch früher gab es, vor einigen Jahren gab es auch Leute, die haben Rezepte nachgekocht und dann Fotos davon gemacht. Ich kann mich noch, an eine Himbeertorte, glaube ich, erinnern, eine Himbeerschokotorte, die einer exakt nachgekocht hat und das Bild dann auch wirklich so cool hingekriegt hat, dass es halt wirklich aussah wie diese Himbeerschokotorte. Kuchen, vom Bild her wie das Icon. Ja, war das extrem cool und ich überlege immer noch, irgendwas mal nachzukochen. Aber ich muss auch immer das sagen. Ist sehr beliebt sogar. Ich weiß, dass in WoW gibt es sogar ein Kochbuch, wo man kaufen kann. Also die Gerichte aus Azeroth. Ja, kenne ich. Und das Zeug sieht halt schon lecker aus. Klar, ist natürlich mit unserem Zeug gemacht und nicht wieder von denen. Aber das ist etwas, was die Leute sehr mögen. Ich glaube, bei Final Fantasy gab es auch welche, die Gerichte nachgemacht haben. Irgendwie in ESO sicher auch. Ich glaube, allgemein in MMO. Aber es sind extrem viele Sachen auch dabei, die sehr aufwendig sind. Also die erstmal so gar nicht so aufwendig rüberkommen wie, was weiß ich, irgend so Fleischgerichte. Blutsteinstaub. Ja, Blutsteinstaub.
Nee, irgendwelche extra Brise. Irgendwelche Fleischgerichte oder so, wo ich mir immer denke, holy shit. Und eine Geschichte, die aber hier nicht erklärt wird und ich immer noch nicht verstehe, ist, warum gibt es keinen Fisch zum Kochen als Zutat? Es gibt immer noch Geflügelfleisch, es gibt normale Rindfleisch. Das wollten sie in Kanta bringen, aber... Und es gab, und es gibt Austern und Miesmuscheln, aber es gibt kein Fischfleisch. Also, ich verstehe das nicht. Ja, dann freue ich mich, auf Kanta gibt es dann den Fischer und dann gibt es Fischprodukte. Das ja, passt ja auch, mich, asiatischer also Raum Beruf, ist Beruf ja... Beruf Fischer würde mich feiern. Also, da, wenn ich da mich wirklich irgendwo hinhocken könnte und Fisch und möglichst umso größer der Fisch oder umso besser die Qualität des Fisches, umso besser das Buffwood, das würde ich tatsächlich feiern. Ich würde den ganzen Tag fischen. Oh, das wäre ja so herrlich. Das würde mir extrem Das wäre ein wunderschöner Pausenscreen für dich. Ja, ich arbeite tatsächlich schon an... Also Asura, Asura Dutzi mit einem richtig schönen Strohhut also auf und dann schön am Angeln. Ich finde es ganz witzig, weil ich habe halt wirklich gestern angefangen, an einem neuen Pausenscreen tatsächlich zu arbeiten. bin hier noch am gucken, was ich noch brauche, ja, was ich mir noch einholen muss. Gut, war sonst noch irgendwas drin? Nee. Also es ist halt wirklich für die Lore-begeisterten Leute eigentlich ganz interessant. Ja, war, lest euch auf jeden Fall durch. Das interessanter wäre es mal wieder, oder Lore, ja, für die Leute, die sich für Game Design interessieren. Mich würde es eher mal interessieren, was ist mit E passiert und weniger diese Rezepte. Was ist mit E? Ich denke, am letzten Podcast, den ich Ihnen Guild News dann mache und dann abdreht hier, wissen wir immer noch nicht, wer E war und dort sind wir immer noch in der. Also ich glaube, ich werde ins Grab gehen und werde nicht wissen, wer E ist. Aber wir werden bis dahin mit den Tengus irgendwas gemeinsam haben. Das ist pass traurig. Auf, E kommt in der Episode in Kapitel 4 vor. So, in einer kurzen Szene in und der stimmt. DRM und wird sofort umgenatzt. Und dann, ja. Oh. Er wurde leider rausgekürzt. Wir wollten eigentlich was ganz Tolles damit machen, aber wir arbeiten lieber an Kanta. Ich merke schon, bei dir kocht schon die Wut hoch. Nee. Nee. Nee, ich lasse mich nicht auf dieses Niveau hinein. Gut, dann hätten wir das auch fertig. Dann würde ich mal sagen, gehen. Ach nein, den habe ich vergessen rauszulöschen. Quartalszahlen können wir jetzt machen. Ja, Quartalszahlen. Ausgezeichnet. Okay, ein neues Quartal ist geendet am 31.12. Also das vierte Quartal ist am 31.12. beendet worden, was am 1.10. angefangen hat. Und das bedeutet, wir kriegen neue Zahlen, wie es so mit Guild Wars 2 denn läuft. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, wann ist eigentlich das eine Spiel noch rausgekommen. Das habe ich komplett vergessen. Ja, was kann man sagen zu den Zahlen? Hast du die schon offen? Ja, ich habe sie. Muss man nur sagen, welches Diagramm ich auf. Ja, mach einfach mal das erste Diagramm auf und dann sprechen wir einfach drüber. Alles klar. Oh, was ja, da sehen wir natürlich wieder Mobile Games, ganz klar, wie beim letzten Mal, steigen. Ja, also man sieht halt allgemein, jetzt hast du halt mal aufs komplette Jahr hochgerechnet und man sieht halt, die Hälfte. Wie krass wichtig für NCSoft der Mobile-Markt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das gibt es nicht Lineage 1 und Lineage 2 in diesem Mobile-Sektor, der da gerade gezeigt wird. Ich weiß gar nicht, welche Mobile-Games überhaupt draußen sind von NCSoft, aber was ich weiß, ist, dass an einem neuen Mobile-Game gearbeitet wird, und zwar an Blade & Souls 2, was dann für Mobile yay. Und, so ich dann mitbekommen habe, für sowohl Mobile als auch PC kommen soll. Soll es das PC kommen? Das war nicht nur als Mobile-Spiel ja, ich meine, es soll auch für einen PC rauskommen, so wie dieses, oh, wie heißt das MMO, was da jeder gehypt hat oder immer noch hypt? Ich komme nicht drauf. Ich habe es tatsächlich auch selbst kurz angespielt, weil ich es eigentlich super gut gemacht fand. Wie heißt das denn? Moment, ich das muss mal... Fuser. Nee. Es ist kein NCSoft-Spiel. Wie heißt das denn? Genshin Impact, danke. Kalinord hat es gerade geschrieben. Ja, Genshin ja, spielt die, ja. Genau. Genshin Impact funktioniert ja auch auf dem Handy und auf dem PC und ich habe es tatsächlich auch auf dem PC selber gespielt und es ist schon extrem gut gemacht dafür, dass es Free-to-Play ist. Es hat 100 Millionen gekostet in der Entwicklung, hat es allerdings in der ersten Woche auch ohne ja, sehr eingeschlagen. Ja, ich nehme an, dass das bei Blade & Soul wahrscheinlich genauso laufen wird. Die haben halt wahrscheinlich dann gesehen, oh, Blade & Soul schlägt da ordentlich ein.
Nein, ich weiß, warten wir immer noch auf die Unreal 4 Engine bei uns in Amerika und in Europa. Weil ich lange nichts mehr darüber gelesen habe, deswegen bin ich unterbewusst sicher. Aber das war schon seit 2 Jahren irgendwie. Ich weiß nicht, ob es ein Korea mittlerweile ist. Soul, meinst du? Eins, ja. Die wollten es auf Unreal Engine 4 umsteigen. Ist das nicht schon draußen? Wenn dann im koreanischen Raum, das haben bei uns glaube ich noch nicht. Stimmt, das haben sie, glaube ich, Ende 2019, glaube ich, angekündigt. Ich glaube auch nicht mehr, dass so viel geht, irgendwie so gefühlt. Alex hat damals sich in dem Segment bei meinem MMO drum gekümmert. Ja, Blade & Soul ist, glaube ich, nicht so interessant mehr bei den Leuten. Werden wir ja auch vielleicht gleich bei den Zahlen dann es sehen. Es ist auch schwierig. Also, ich habe es, glaube ich, normalerweise probiere ich es immer Januar, Februar aus. Das ist so der Zeitpunkt, wenn ich wieder ins Spiel zurückgehe, um nicht mal weiterzuspielen. Aber dieses Jahr habe ich keine Lust drauf. Weil auch letztes Jahr das Spiel ist so dermaßen auf Free-to-Play ausgelegt. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, was man ansonsten hier jetzt noch sieht, ist, dass das Steckenpferd Lineage immer noch nach wie vor gut funktioniert. Mhm. Lineage 1 bringt immer noch mehr ein als Lineage 2. Wobei Lineage 2 inzwischen ein bisschen zulegt. Ich meine, das hatten wir auch schon mal beobachtet. Ich glaube, es gab irgendwelche Content-Updates. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist ja noch das Projekt, wie heißt es, Project TL wird es, glaube ich, bei NCSoft genannt, ist noch in Arbeit, was vielleicht dieses Jahr in die Testphase geht, in die öffentliche, was, glaube ich, auch in die Lineage-Franchise reingehört, das auch ziemlich schick aussah, was es so an Bildern gab. So, was haben wir noch? Wir haben noch den Jahresüberblick von Ion Blades. Finde ich interessant, Ion ist konstant geblieben. Also ja. 46 auf 46, was sind das, 46 Millionen Quonnen wahrscheinlich, oder? Won, ja, ich glaube, das ist so. Lass mich mal ganz kurz schauen, ob es hier zufällig steht bei uns. Okay. Ja, ich nehme mal an, dass das so Einnahmen sind. Ich kann mir auch unter Won nichts vorstellen, wenn es jetzt Won wären. Yes. Dann müsste ich jetzt umrechnen, es ist mir eigentlich egal. Wir sehen, das bedeutet auf jeden Fall, Einkommen, also von es ist, vollkommen in Ordnung, dass Ion weniger als 2018 noch einnimmt, aber es ist immer noch stabil. Ja, bei Blade & Soul sieht man stabil. Und bei Blade & Soul sieht man halt eben, dass es halt abbaut. Ja, von 48, von 84 auf 72. Wir sollten blink dran, das hören Leute auch nur Audio aber, zu, Mr. Dodson. Ja, ja, gut. Ja. ansonsten. Man sieht halt dann auch bei Blade & Soul, dass es halt über die letzten 3 Jahre halt einfach runterstagniert, was auch vollkommen in Ordnung ist. Blade & Soul war halt, glaube ich, einfach als Cash-Cow halt angelegt worden und die Cash-Cow, die nimmt halt langsam ab. Jetzt hatte Eastbourne eben im koreanischen Raum, soweit ich weiß, mit dem PvP-Modus. Gut, ja, das hatte Guild Wars 2 auch mal. Aber wie es aktuell aussieht, keine Ahnung, ich bin total draußen. Ich müsste mich da echt mal wieder belesen. Ich habe nur heute nicht dazu. Ich habe ein paar Mal in das Spiel reingeguckt, aber wirklich länger als eine Stunde hat es mich bisher noch nicht gecatcht. Mir hat es eigentlich gefallen, als ich es gespielt habe, aber es ist kein Vergleich zu Guild Wars 2. Also man merkt, ach, keine Ahnung. Also, aber ich glaube, das Movement war eigentlich ziemlich cool gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Die haben nie Gravitation gehabt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Charakter über den Boden lief. Das war immer so, er schwebt so ein bisschen gefühlt drüber im Laufen. Und keine Ahnung, also es fehlt mir ein bisschen die Schwere. So wie Guild Wars 2 hat ja auch so ein bisschen Probleme, wenn man mit dem Charakter läuft, hat man auch nicht das Gefühl, man wirklich den Boden berührt. Aber beim Kampfsystem und so weiter hat man so, sagen wir so, ja. Also es fühlt sich ein bisschen dynamischer und interessanter an. Aber mit der Gravitation gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe dir, glaube ich, heute früh einen Trailer gezeigt, geschickt von Blade & Soul 2, der in Südkorea rauskam. Ich glaube, jetzt erst vor kurzem kam der tatsächlich erst raus. Und, ja, jetzt und im Februar, glaube ich, sogar. Als ich mir, ja genau, am 9. Februar, also vor 2 Tagen, als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, die Leute, die da rumspringen, die verlieren ja gar nicht an Höhe. Da gibt es ja gar keine Gravitation. Was ist denn da? Nein, das meinte ich nicht. Also du kannst in dem Spiel schon fliegen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, aber bei dem Trailer ist mir das extrem aufgefallen, weil ich immer so da saß, hat er gerade an Höhe verloren oder bleibt er eigentlich irgendwie die ganze Zeit auf der gleichen Höhe und springt durch die Luft irgendwie? Was? Wie haben die Kommentare, die Leute in den Kommentaren darunter geschrieben, so sieht zum Spiel eh nicht aus. Halt ein schöner Trailer und das war's. Genau, du meinst hier den Kommentar, we all know the game won't be even close to this. Ja, vor allem, weil es auf Mobile ist, also ganz ehrlich. Ja. Ja, also.
Naja gut, aber ich sag ja, Genshin Impact hat eigentlich schon ganz gut gezeigt, wie Mobile, also wirklich extrem gutes Free-to-Play-Mobile aussehen kann. Ja, aber es hat meine Cartoon-Grafik, Cell-Shading und Blade & Soul geht da in eine andere Richtung. Ja, muss man abwarten. Mal. Dann kommen wir vielleicht zum interessantesten Teil für unsere Zuhörer, und zwar Guild Wars 2. Das hat natürlich damals 2018 auf 2019 ordentlich abgebaut. War das nicht auch die Zeit dann eben, 2019 war im Grunde, ich sag mal, das dunkle Zeitalter von Guild Wars 2, wo wir Leute hatten, die Arena-Mitarbeiter, die entlassen wurden. Ja, wo die Hälfte des Studios im Februar gekündigt worden ist. Und Projekte eingestellt Game Director wurden ausgetauscht und die gingen ja dann alle Ende des Jahres und Mike C. ging ja ganz in Stille. Das war im Grunde, kann man wirklich als das dunkle Zeitalter, also auch in meinem Kopf kommt es mir halt vor, wie das dunkle Zeitalter. Und dann letztes Jahr hatten wir einen leichten Anstieg. Also es ist ein leichter, positiver Trend. Interessant. Sag doch, also wir von 59 Millionen sind wir jetzt auf 61 Millionen. Also wenn es Millionen sind, vielleicht sind es auch Euro, nur 59 Euro auf 61 Euro. Ja, whatever. Ja, es ist ein leichter, sehr, sehr leichter Trend. Es ist definitiv ein Aufstieg und das ist schon mal gut. Auch vor allem, wenn man dran denkt, was 2020 war. Gut, klar, ja, natürlich, es kann natürlich. Ich bin ehrlich davon ausgegangen, dass eigentlich ein bisschen höher die Zahl sein könnte für dieses Jahr, für das letzte Jahr. Tatsächlich. Klar, ich meine, wegen der Pandemie haben viel mehr Leute gespielt. Das merkt man allgemein im Game. Das Problem war, Guild Wars 2 hat ja nicht wirklich so viel. Icebrood Saga hat nicht wirklich gezogen und Marketing für Icebrood Saga war ja auch so bescheiden. Ja, aber 2020 stand jetzt bei ArenaNet, glaube ich, nicht gerade im Zeichen der Icebrood Saga, sondern, glaube ich, eher im Zeichen des neuen Add-ons. Weil sie ja zum Anfang des Jahres, also im März 2020, hatten sie gesagt, wir arbeiten an einem Add-on. Hier ist ein Teaserbild und dann jeder, okay, es gibt einen Kanter. War das da. Und dann im Ende August stand zum Geburtstag der Teaser drin. Und dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass es bei ArenaNet im Office eigentlich alles nur noch um Kanter ging. Aber mich wundert es, dass halt der Anstieg so minimal ist. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass der viel höher ist durch die Pandemie eben, dass viel mehr Leute gespielt haben und auch extrem viele Leute ihren Weg nach Guild Wars 2, also neue Spieler. Na gut, wir hatten Summit ja, der bei uns im Sommer da. Ja, tatsächlich, ja. Und natürlich dann die Kanter-Sachen. Aber seien wir doch ganz ehrlich, es gab trotzdem. Renet hat ja die Zeit nicht genutzt in der Pandemie und hätte da ein bisschen mehr Guild Wars bewerben können. Leute wollten ja unbedingt mal spielen und das Spiel wäre ideal gewesen. Ja. Wir bewerben es ja. Das ist ja. Ja, witzigerweise, ja. Weil du meinst mit Bewerben, ne? Ich habe dann auch gestern, meine ich, auf Twitch tatsächlich auch Bad & Soul Werbung gehabt. Ja, weil du es angeklickt hattest, wahrscheinlich zum Suchen. Nee, ich habe mir nur dieses YouTube-Video angeguckt. Ja, das reicht ja schon, der Algorithmus funktioniert. Oder ich glaube, ich habe erst die Werbung gesehen auf Twitch und dann später das YouTube-Video. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war tatsächlich eine interessante Sache, dass halt Blade & Soul-Werbung tatsächlich aktuell gemacht wird, aber halt keine Guild Wars 2-Werbung im Vergleich dazu. Ja, außer Dobby haben wir nicht viel. Außer Dobby? Ja, der Mobile-Trailer, also nicht Mobile-Spiel, so, aber das aussieht wie ein Mobile-Spiel mit so, ja. Waffen und der Comic-Grafik. Ja, gut. Aber über den wir nicht reden. Da sprichst du eigentlich was Interessantes an. Ich weiß, dass da jede Menge Video-Editor oder ja, In-Game-Scene-Editor bei ArenaNet arbeiten, als ich da mal LinkedIn durchgemeint habe. Und ich wundere mich immer die ganze Zeit, was ist mit den Leuten passiert. Die haben alle an diesen unangekündigten Projekten, die eingestellt wurden. Ja, die arbeiten ja immer noch bei ArenaNet. Aber ich frage mich halt immer nur, was meinen die denn damit? Agnes fragt gerade, von welchem Teaserbild hast du gesprochen? Ja, dieses Teaserbild mit der Glocke. Das war im Grunde damals das Teaserbild im März. Ja, wie hieß das Ding wieder da? Was weiß ich. Ja, ihr wisst, ja, das ist schwer auszusprechen. Das Kloster Glocke mit halt. Der Glocke. Die Glocke. Ja, von Schiller. okay. Klar, dann.
Gehen wir mal eins tiefer. Hier genau. Steht zum Beispiel, was es ist. UnitKRW. Ja, KRW sind die koreanischen Won. In Millionen, glaube ich, müsste das dann sein. Millionen. So. Milliarden wäre ein bisschen viel. Okay. Hier haben wir Lineage Mobile und Lineage 2 Mobile anscheinend. Soll das hier sein? Ja, was soll man halt sagen? Lineage funktioniert halt immer noch. Ja. Hat sogar im Vergleich zum Quartal vom letzten Jahr, also vom Quartal 2000, im vierten Quartal 2019 haben sie weniger eingenommen mit Lineage einfach als im Quartal 2020 jetzt. Ja, aber dafür hatten sie aber auch ein richtig gutes im dritten Quartal hier. So, ja, also das ist fast erste schon, Quartal war halt gigantisch. Sind 100 Millionen mehr gemacht. Und vom zweiten aufs dritte, ja. Wow. Ja, Lineage funktioniert halt, das ist nach wie vor eine Cash-Cow, die funktioniert extrem gut. Und ich habe schon gesagt, bei denen ist ja aktuell Project TL in Entwicklung, was immer wieder darüber berichtet wird, obwohl in letzter Zeit ein bisschen still geworden ist. Aber da nimmt man ja an, dass es jetzt dieses Jahr eine neue Testphase gibt. So, und das sind, also das waren jetzt gerade die Online-Games. Das waren die Mobile-Spiele. Genau. Einfach mal zu sehen, wie hoch hier es sind. Wir könnten dann nochmal kurz sagen, im vierten Quartal, was zum Beispiel jetzt für Lineage 2 sind es 166 Millionen Won. Oder ist das 160? Ja, gut, dann schmeißen wir 166 Millionen und Lineage 1 dann, Lineage Mobile 1 211 Millionen. Und hier gerade im Vergleich zum Beispiel für Guild Wars 2, was wir im vierten Quartal hatten, das ganz helle zum Beispiel 14 Millionen. Also da sieht man schon den Unterschied. Ja. Wie viel die halt machen. Klar, am Anfang vom Graf hat man es gesehen, aber einfach nur so darzustellen. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich Lineage überhaupt in Europa spielen auf dem Mobile-Gerät? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Da war, glaube ich, mal was, wo der Alex vielleicht gespielt hat, aber das kam nie raus. Ne? Müsste ich mal nachgucken. Ja, wie gesagt, so. Was sind so noch die Spiele, die auf dem PC laufen aktuell? Das ist eben Lineage 1, Lineage 2, Aion, Blade & Soul und Guild Wars 2. Genau. Jetzt können wir mal durchgehen. Jetzt vielleicht nicht erschrecken, aber in dem letzten Quartal das Spiel, was am schlechtesten abgeschnitten hat, war tatsächlich Guild Wars 2. Interessant ist halt, dass halt Aion in dem letzten Quartal mehr eingenommen hat als Guild Wars 2. Denn im dritten Quartal 2020 war halt einfach mal Guild Wars 2 10 Millionen vor Aion gewesen. Also Aion hat, ich habe das nämlich auch, meine ich, nämlich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, hat halt einfach irgendwie so einen Aufschwung aktuell, habe ich schon mitbekommen. Das dritte Quartal, also wenn ich mir darüber nachdenke. Das ist halt pervers, ne? Also Aion macht halt hat jetzt im letzten Quartal genauso viel eingebracht, also 18 Millionen Won, wie Guild Wars 2 im dritten Quartal. Und die haben sie halt ein neues Kundenupdate oder irgendwas bekommen? Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich habe so mitbekommen, dass das aktuell so ein Aion-Hype wieder ein bisschen da ist. Ich muss auch sagen, Aion hat mich nie wirklich interessiert, ne? Das ist ja dieses zielgerichtete Kampfsystem so. Das hat mich nie wirklich überzeugt, ehrlich gesagt. Da finde ich das Guild Wars 2 System irgendwie ein bisschen angenehmer. Dieses Tap-Targeting. Ah, okay, alles klar. Ich lese nämlich gerade auf meinem MMO, Alex. Ist es Alex? Hat Alex? Ja, der Alex seinen Bericht. Also von da ist er noch. Er hat geschrieben, der große Zuwachs lag vor allem an Classic-Servern in Korea, mit denen das Spiel sogar World of Warcraft überholte. Aion erschien bereits 2008 in Korea und hat seitdem viele große Veränderungen durchgemacht. Ähnlich wie bei WoW sehnten sich viele nach einer Classic-Version. Dieser Wunsch wurde Ende 2020 erfüllt. Er hat auch was über Guild Wars 2 geschrieben, das ist toll. Gut. Bei Blade & Soul warten die Fans immer noch auf das Ancient-Update hier im Westen, der schon seit 2 Jahren angekündigt. Die letzte große News war der Release der neuen Klasse Astrum. Sonst gab's ja nicht. Das ist doch schön. Okay. Jetzt wissen wir auch Bescheid, wieder was gelernt.
Das, ich sag mal, aber das erfreulich, also Guild Wars 2 ist jetzt nicht dafür, damit unglaublich schlecht. Also ich habe ja gerade gesagt, im dritten Quartal hat Guild Wars 2 18,8 Millionen Won gemacht, im vierten Quartal 2020 jetzt 14,1 Millionen Won. Vergleich das mal mit letztes Jahr im vierten Quartal. Genau, wenn man es also mit dem vierten Quartal 2019 dann vergleicht, sind die 14 Millionen gar nicht so schlecht, weil da hatten wir nämlich damals gerade mal 11,3 Millionen Won gemacht. Also wir haben einfach mal 3 Millionen Won mehr gemacht. Einer behauptet irgendwo, dass ein Won 0,00075 Euro sind. Ist das tatsächlich so? Das muss ich jetzt mal gucken. Koreanische Korea Won Euro. Jetzt muss ich mal gucken. Tatsächlich. Ist das wirklich so? Das also Kalinod hat es geschrieben, diese ja, 14 Millionen sind einfach nur 10.584 Euro? Das ist gar nichts, ja. Wundert mich ein bisschen. Wundert mich, aber dann wird halt das Spiel schon längst tot sein. Aber vielleicht ist das... Das ist vielleicht der Gewinn, den an den NCSoft halt einfach die Hand offen gehalten hat. Keine Ahnung. Interessant ist es halt, dass das dritte Quartal so stark ist. Also das war wirklich die Zeit, wo Summit gespielt hatte und wo der Teaser-Trailer zu kam. Milliarden könnte auch passen. Einer meint vielleicht Milliarden. Was hatten wir jetzt zum Beispiel? 14 Milliarden. Millionen, 1000 Millionen Milliarden. Das klingt schon etwas interessanter. Wäre schön, wenn sie sowas auch mit Dollar wenigstens machen würden. Also ich weiß ja auch nicht, warum. Vielleicht sind es wirklich Milliarden, nicht Millionen, wovon wir reden. Würde vielleicht mehr Sinn ergeben. Warum hat Korea so eine schwache Währung? Doch, also hier steht, es ist Billion und Billion heißt Milliarde. Ah, okay. Sind dann ich lese hier nämlich, okay. Ja, weil bei meinem MMO steht nämlich auch noch der englischer Text mit dabei. Ja, das klingt dann doch ein bisschen besser. 10 Millionen klingen nämlich schon etwas besser. Genau, da steht auch das mit dem Classic-Server von Ion und das ist 4% Steigerung. Ach ja, schön. Und Alex hat es hier auch geschrieben bei dem Zeug, genau. Von 8,5 Milliarden Won für Ion hier sind 6,2 Millionen Euro. Sind sie auf 13,9 Millionen Euro. Das klingt etwas logischer. Das klingt besser. Ah, mal wieder was gelernt. Es ist auch wieder ein bisschen was. Ja, ich war halt noch nie leider in Korea und kann das leider nicht so einschätzen. Ja, die Zahlen halt sind nicht so unser Hobby. Das war immer Alex sein Lieblingsthema. Da konnte er stundenlang. Was ich aber viel interessanter hier finde, ist, was hier gar nicht erwähnt wird, wird nämlich das neueste Spiel von NCSoft oder von dem Publisher in CSoft, sagen wir es so. Und zwar Fuser. Und ich habe extra gerade nochmal nachgeguckt, ob das auch wirklich drinstehen müsste. Und ja, das müsste drinstehen, denn das Spiel ist am 10. November rausgekommen. Ist sackrig teurer übrigens. Ich habe es jetzt tatsächlich auch gewagt und habe einfach mal an die 90 Euro ausgegeben, um Fuser mir zu holen und dazu jede Menge Songs, die ich unbedingt haben wollte. Musste halt Clash dabei sein. Da zahlt man halt mal 2 Euro für den Clash-Song. Kannst du nicht mal auf Twitch spielen, wegen DMC. Also auf Stream spielen, ja, das habe ich tatsächlich nachgelesen, wie das wäre, wenn ich streamen würde. Das ginge, aber man dürfte es die Musik nicht in den Vordergrund setzen, sondern im Vordergrund müsste dann halt wirklich das Spiel und der Spaß an dem Spiel sein und weniger die Musik an sich. Und ich muss aber dafür sagen, dafür habe ich eigentlich viel zu viel Spaß daran, da zu hocken und wirklich coole Songs miteinander zu verbinden. Ich muss das mal wieder spielen. Das ist so aber ein Spiel, was auf Twitch ziemlich gut funktioniert hätte. Vor der DCME kam, oder? Glaube ich nicht. Nee. Das Spiel ist echt nett, aber ich habe immer so einen Eindruck, wenn ich das immer gespielt habe, immer so, boah, wir müssen jetzt noch irgendein Element reinbringen, damit das Spiel noch unbedingt irgendwie schwieriger wird. Erklär doch nochmal, was Fuser eigentlich ist. Nur so was ganz ist Fuser? Kurz. Fuser ist ein DJ-Spiel, wo man im Grunde so auf großen Festivals dann auftritt und dann mixt man von verschiedenen Songs, also nicht von irgendwelchen unbekannten Künstlern, sondern wirklich von bekannten Künstlern wie The Clash
oder Macklemore, also auch bekannte Songs, nicht irgendwelche unbekannten B-Seiten oder sowas, die den Gesang, den Bass, die Drums und so weiter mischt man zusammen und versucht das möglichst den Zuhörer im Spiel halt möglichst passend zusammenzumischen. Dann kann man verschiedene Sachen machen. Man kann irgendwelche Low-Pass-Filter drüberlegen, irgendwelche Keypads drücken, damit man nochmal irgendwie eine Melodie zusammenkriegt, ausfaden und lauter so Zeugs. Aber ich habe immer ein bisschen Eindruck, das Spiel versucht es immer schwieriger zu machen, indem sie einfach neue Elemente hinzufügen, und wenn man das eigentlich auch einfach ignoriert, funktioniert jetzt auch das Spiel. Ich bin ein richtiger DJ. Ich muss aber, nee, ist man definitiv nicht, nein. Aber ich muss sagen, ich finde es einfach witzig und deswegen habe ich mich dann auch dagegen entschieden, das auch zu streamen. Aber ich finde es einfach witzig, mich dahin zu hocken und dann wirklich wie echt voller coole DJ. Ich habe mich dann halt auch wirklich ertappt, ne, wie ich dann irgendwie was mit der Maus mache und dann immer so cool hin und her gehen mit der Maus und dann immer so kurz mit der Hand weg, ja, als hätte ich die Scheibe auf meinem DJ-Pult irgendwie gesquetscht oder so. Die coole Brille aufgesetzt, oder? Ja, das hat wirklich nur auch gefehlt und ich fand es halt mega cool, dann halt auch wirklich Songs miteinander zu verbinden, die extrem gut funktioniert haben. Also ich muss zum Beispiel sagen, die Bassspur von Bad Guy von Billie Eilish heißt sie, glaube ich. Das sind zum Beispiel auch bekannte Songs, die ja einfach drin sind. Ja, finde ich zum Beispiel eine richtig coole Geschichte, um dann eine Menge Sachen damit zu treiben. Es ist eigentlich ganz witzig, damit herumzuspielen. Den Spaß am Spiel an sich habe ich eher weniger. Auch diese ganze Kostümgeschichten, wo du dir auch noch Kostüme für echtes Geld kaufen kannst. Es ist schon extrem teuer, dieses Spiel. Also dieses ist wirklich extrem teuer. Also es liegt wahrscheinlich aber weniger, glaube ich, an einem C-Soft, dass es so teuer ist, sondern wahrscheinlich mehr an den Lizenzen, die dahinter stecken. Ja. Aber ich finde es für zwischendrin mal ganz witzig. Ja. Gut. Genügend über Fuser gesprochen. Gehört auch zu NCSoft von daher. Gehört auch zu NCSoft, ja. An dieser Stelle vielleicht nochmal eine kurze Gedenkminute an Spiele, die wir in den letzten 10 Jahren auf der Straße liegen lassen mussten, wie Wildstar, Mars 6 Master. Ja, Wildstar, da ja, weinen immer noch viele nach. Ich kenn einige von meinen Künstlerfreunden da, die waren extrem großer Fan von dem Spiel. Ja, die sind extrem traurig immer. Ich höre auch öfters in irgendwelchen MMORPG-Diskussionen immer wieder mal Wildstar irgendwo reinfliegen. Das haben die Leute nicht vergessen. Was mich ein bisschen wundert, dass das viele wohl vergessen haben, ist Tabula Rasa. Das war auch so ein MMORPG, was irgendwann abgeschaltet ist, was von extrem vielen Leuten vor Jahren mir erklärt haben, wie. Hat das dann auch wieder von so einer Designlegende, die das Ganze gemacht hat? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nie gespielt, leider. Aber viele haben mir sehr, sehr epische Geschichten darüber erzählt. Sehr coole Ideen, die da wohl auch drin waren. Auch nachgeweint. Aber von Tabula Rasa habe ich in Diskussionen schon lange nichts mehr gelesen. Aber ich glaube, das neue Tabula Rasa ist Wildstar, wo jeder halt nachweint. Übrigens, ich sehe gerade hinten weiter runter gescrollt, dann steht er. Ah, okay. Jetzt müssten wir so Facepalm machen, so PK-Facepalm. Professionell Streamer. Okay, ist ja nicht schlimm. Ja, gut, also auf jeden Fall geht's Guild Wars 2 noch gut. Also, wir können uns nicht beklagen. Also, auch in der Zeit, ich glaube auch, was ich gelesen habe, allgemein von der Stimmung, es dürfte interessant werden, wie es erste Quartal jetzt sein wird, weil es ist halt schwer zu sagen. Also, die Leute, die am meisten schreien, so wie wir hier im Podcast oder die auf dem schlimmen Reddit und gewissen Streams, die sind nicht ganz so begeistert mit den Updates, aber ich weiß halt nicht, was die große Spielerschaft von Guild Wars 2 davon hält. Das fehlt mir halt immer. Weil Akles gerade schreibt, ja. Harmony, Entwickler von Fuser, ist unabhängig, die gehören nicht zu NCSoft. NCSoft published nur, also Vertrieb. Ja, da war auch mal Guild Wars 2 an dieser Stelle und kam trotzdem immer in den Zahlen drin vor. Das ist, und es ist ja nicht so. Ja, aber die Dänne gehört ja auch Rainer nicht. Weil ich weiß, da redet ja die Rechte gehabt, seit HOT das selbst schon vermarkten hat. Sehen, wo es hingeführt. Aber NCSoft hat Anteile. Arena gehört zu NCSoft.
Harmony, glaube ich, auch. Nee, du kannst unabhängig Entwicklerstudios sein und wahrscheinlich nur gepublished. Der gibt dir dann eine Finanzspritze. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher bei Harmony, weil ich meine eben, dass die gekauft wurden oder so. Whatever. Ich glaube, die wurden mal gekauft, tatsächlich. Naja. Kann ich auch sowas mitbekommen zu haben. Ist auch kein... Richtig, Problem, weil was denkst du? Quartal 1, wie könnte es werden? Nochmal ein bisschen Glaskugel rauszuholen. Das wird definitiv sinken. Ja. Bin ich davon überzeugt. Ja. Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder, warum es Quartal 3 gut war. Wir hatten ja auch den Jubiläums-Sale noch drin. Ja, das also wie gesagt, natürlich. ich nehme an, dass, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sinken wird im Vergleich zum vierten Quartal wird es definitiv sinken. Interessanter wird dann halt eben das zweite Quartal. Das wäre ja dann bis das wäre ja erst also bis 1. An, April ja. bis Ende Juni. Ende mal drei Juni? Monate. Nee, Ende Juni? Ende April, Juni? Mai, Juni sind drei. Ja, okay. Ich halte hier drei hoch. Sind doch Ende, nee, ja, sehe ich, ja. Also bis Ende Juni, ja. Und ich glaube, das könnte ein Quartal sein, was wirklich interessant ist, weil wie gesagt... Mhm, da muss Marketing halt schon, dann anfangen, endlich mal bekannter. Ich habe es ja schon mehrmals jetzt im Podcast gesagt, ja, und die Sache, die mich nach wie vor verwirrt, ist, dass das letzte Kapitel, das vierte Kapitel, was ursprünglich für Mai geplant war, vorverschoben wurde auf Ende April. Das verwirrt mich immer noch extrem, weil warum sollte man sich die Entwicklungszeit da einfach wegnehmen und das einfach vorziehen, dieses Kapitel? Das macht man ja nicht ohne Grund. Also deswegen nehme ich an, dass irgendwas im Mai-Juni-Bereich da irgendwas passieren wird. Aber ich befürchte fast, da kommt einfach noch mal eine Episode raus, die die Geschichte von der Eisbrutsaga wahrscheinlich einfach zu Ende bringt. War aber richtig, ja. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass das erste Quartal, das wird nicht so Bombe werden. Im Vergleich zum vierten Quartal wird es wahrscheinlich sinkende Absätze. Ja, es spiegelt eigentlich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer zu sagen für die Community. Ich weiß, dass der Großteil der Spieler einfach zufrieden mit dem Spiel ist und es mag, wie es ist. Die am meisten nach Content schreien, sind die alles relativ schnell spielen. Oh. Aber ja, ich denke auch, dass da die ganzen GameStore-Sachen und die Updates nicht wirklich groß geholfen haben, dass Leute viel Geld ausgeben. Hey, jetzt die Frage, was wünschen wir uns denn in Sachen Marketing? Also, ich weiß, es war ja jetzt letzte Woche, wo der am Samstag in aller Herrgottsfrüh wurde ja die neue Erweiterung für Final Fantasy 14 angekündigt. So richtig mit so einem schönen dreiminütigen vorgerenderten Trailer, der noch als Teaser geht, weil... Ich glaube, das ganze Event ging, glaube ich, 8 Stunden oder so, soll ich mitbekommen. Ja, die hatten ein Ankündigungsevent gemacht. Nee, das Ankündigungsevent für die Erweiterung ging, glaube ich, nur so 1,5 Stunden circa. Ja, immerhin, ungefähr. Ist länger als bei Gears 2 jede Ankündigungsevent. Ja, war definitiv interessanter, ohne Frage. Also diesen Trailer und was passiert, dann die neue Klasse, die vorgestellt worden ist. Waren es jetzt sogar zwei Klassen? Nee, es sind, glaube ich, zwei Klassen angekündigt, aber nur eine haben sie eigentlich revealed, richtig? Den Heiler, genau, den Weißer, den Sage. Richtig Stage. Mitbekommen habe? Okay. Der diese Mecha-Flügel-Dinger da hat, wo Laser verschießen und Heiler. Hey, als ich das gelesen hatte, cool. So, oh cool, ein neuer Heiler, vielleicht gucke ich mir dann doch mal Final Fantasy an. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt von dem Heiler und so, nee. Nee, das ist wirklich kein Heiler. Ja, ich bleib bei meinem Weißmagier, also fertig. Ich bin traditionell. Ja, aber es war halt interessant, wie es war. Und alle Leute halt direkt gehypt. Ich auch. Ich habe natürlich gleich ein DD gezeichnet und dann Akte. Mein neues Desktop-Hintergrundbild. Ich hoffe, dass ArenaNet dann auch anfängt mit sowas. Einfach was macht den schönen Trailer und lieber und dann wirklich. Ich meine, wir haben ja auch nicht. Bei Final Fantasy hast du ja auch im Prinzip kein Gameplay gesehen. Die haben Screenshots. Ich habe mir eigentlich wirklich. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir nur diesen Trailer zu der Klasse angeguckt. Mehr ja, ich will nur kurz sagen, wie es bei denen aussieht als Vergleich. Ja. Also, im Prinzip ist es so, dass sie eine Hauptstadt angezeigt haben, die neu kommt, plus welche Gebiete kommen, plus was der neue 8-Mann-Raid sein wird. Über den 24 haben sie sich ausgeschwiegen.
Die zweite Klasse haben sie auch nicht vorgestellt. Und halt so ungefähr, wo es hingeht, und es geht auf Mond, so. So als ganz großer Aufhänger. Genau. Ich habe sogar den Trailer angeguckt. Und als ich den mir angeguckt hatte, hatte ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, das ist wohl das Ende Star von Wars. Final Fantasy 14 oder was? Es ist das Ende der Hauptschau. Also im Prinzip, genauso wie bei. Es ist im Prinzip das Gleiche, was wir in Guild Wars 2 aktuell haben. Wir haben mit End of Dragon schließen wir die Altdrachen ab, die Story. Hm. Die seit Guild Wars 2 Classic eigentlich existiert. Die schließen wir jetzt mit dem Add-on ab. Aber das Spiel geht ja trotzdem weiter. So hat es ja Ruby gesagt. Wird ja trotzdem weitergemacht mit neuen Storylines. Einfach allgemein neuen Dingern. Und das ist im Prinzip bei 14 das Gleiche. Die schließen jetzt den Handlungsstrang ab, der seit dem Realm Reborn existiert. Und fangen dann schon mit dem ersten Patch für 6.1. Da fangen sie direkt mit der neuen Storyline an. Also die hören auch mal mit irgendwas auf und sagen, okay, hier ist Schluss. Und wir machen was Neues. Ich finde es gut allgemein. Also auf die Art und Weise kannst du natürlich ein Spiel länger am Leben halten. Weil nach 10 Jahren fortlaufender Story möchtest du auch ein Ende mal haben, das hoffentlich gut ist. Und dann geht's frisch in die Zukunft. Ich meine, das ist ja auch das, was wir uns für Nachkante eigentlich wollen. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde, da gibt's eine Menge Stories, über die man reden kann. Im Guild Wars 2 Bereich, es gibt noch das fliegende Schloss. Ich fand die Geschichte mit Scarlet anfangs super interessant. Da musste gar kein Drache erstmal eine Rolle spielen, dass da so eine coole Gegenspielerin da war. Hoffentlich nur, das ist so ein bisschen meine Angst, und damit kommen wir jetzt zu einer anderen Konkurrenz von Guild Wars 2. So ein bisschen, das ist zumindest immer so mein Gefühl, wenn ich immer so mir die Story anhöre, dass es so in World of Warcraft Richtung geht, dass man sich immer irgendwelche Geschichten aus den Fingern saugt, wie irgendwelche Zeitreisegeschichten oder oh Gott, jetzt hier ist noch eine Parallelwelt plötzlich aufgetaucht, wobei das in Guild Wars 2 eigentlich schon eine Parallelwelt gibt, wo theoretisch eigentlich alles rauskommen kann, was rauskommen will. Ja gut, war bei Final Fantasy auch so ähnlich. Also irgendwann kommst du halt mit so einem Thema nicht drauf. Aber ja, ich weiß, was du meinst. More Lots of Draenor mit alternativen Realitäten. Mit Draenor, mit der Scherbenwelt, die nicht Scherbenwelt war. Und dann, genau. Und jetzt geht's ja ins Nachleben, ins Totenreich sozusagen, was ja auch eine weitere kosmische Ebene ist. Und die Story wird immer abgespaceder. Ja, das kann ich schon verstehen. Das hatten sie aber auch gesagt, das soll nicht passieren. Das weiß ich nicht. Das ist halt ein bisschen eine Geschichte, die ein bisschen schwierig ist. Ich bin nämlich darauf gekommen, weil mir eingefallen ist, im Moment nächste Woche ist ja BlizzCon Line. Gott, furchtbarer Name. Die BlizzCon Line. Mal gucken, was die dort ankündigen. Was haben wir noch so an? Ach so, genau, im Guild Wars 2 technisch haben wir noch gar nicht drüber geredet, steht ja auch nächste Woche was an, worüber ich gleich reden werde, nachdem ich von der Toilette zurück bin. Müssen wir mal kurz aufs Klo. So, dann kann ich ja schon mal den Item-Workshop machen. Genau, dagegen, ja, schon. Das ist wunderbar. Er lässt mich mit dem schlimmen Thema allein. Ja, dann soll ich hier irgendwie einen Pausenscreen reinmachen, wo du weg bist, oder? Ja, kannst du machen. Nee, ich habe ja nichts für dich. Gut, weil ich könnte ja einen Poki-Sub über dich drücken. Genau, mach einen Poki-Sub über mich. Ich mache einen Poki-Sub über dich. Komm, renn. Nee, der Poki-Sub ist noch nicht über mich. Jetzt ist er drüber, alles klar. Wir haben Delay, deswegen kein Problem. Oh, wir haben sogar eine komplett neue News von unserem Chefredakteur. Schön. Gleich. Okay, dann lass mich mal schauen hier. Okay, Seite lädt ein bisschen. Super, jetzt kann ich gar nicht umschwingen. Ist ja. Gut, es gab natürlich auch wieder was Neues im Edelstein-Shop und ihr könnt es noch nicht sehen. Ach, egal, komm, werde ich. Also, das Neue, was jetzt gibt, ist der Hammer der drei Reiche. Also, sie melken wieder Kanter weiter und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, mir persönlich gefällt er überhaupt nicht. Das sieht aus wie so. Ist doch im Prinzip nichts weiter als eine Laterne auf dem Stick oder auf dem Bambus. Und. Moment mal, wer hat denn da den Item Watch auf? Sieht aus wie. Wer hat das gemacht? Watch auf Guild Wars. Hammer of the Three Worlds. Oh, das hat doch unser Chefredakteur gemacht.
ungewöhnlich, dass ein Mann diesmal da ist. Aber ihr könnt es euch anschauen. Für 600 Edelsteine und... Wow. Mir sagt er nichts, nicht zu... Was schreibt Gao? Ist ein Sailor Moon Nummer. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das Schlimme ist, er ist durchsichtig und sieht aus wie so eine holographische Waffe, die es ja auch beim Drachengepulder gab. Und hat halt jetzt diesen so einen kleinen Sterneffekt, wie die Sterne jetzt in diesen Laternenkopf rein. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ob ich mir hole. Also bin ich auch überlegen. Ja. Warum? Das ist doch hässlich. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich als hässlich bezeichnen soll. Also ja, diese undurchsichtige Geschichte ist ein bisschen störend, ehrlich gesagt. Aber was man gerade auch gesehen hat bei dem Wiedergänger vom Jojo, ist tatsächlich, dass man beim Wiedergänger den auch sieht, wenn also besser sieht als so manch andere. Ja, da Waffen. War irgendwas, wo die Form plötzlich, wo der Holo-Effekt. Nee, der Holo-Effekt war nicht weg. Also der setzt da diesen, ich weiß gar nicht, welcher Skill das vom Wiedergänger ist. Ich glaube, das ist der Dreier-Skill vom Wiedergänger. Man sieht da extrem gut in der Luft diesen Hammer-Skin. Und das habe ich normalerweise nicht so bei Wiedergängern, dass du den Hammer so extrem gut im Sprung siehst. Hier, da sieht man plötzlich ganz normalen Bambusstock hier. Ja, da hat er die Waffe gewechselt. Ach so. Das ist der Stabskin, auf den er kurz rüber gewechselt hat, um zu zeigen, dass der Hammerskin keine besonderen Effekte hat beim Waffenwechsel. Ah, okay. Weil es halt wirklich nur eine Waffe ist, ohne besonderen Skin oder so. Also keine. Ja, aber ich finde die extrem. Sowas sieht doch aus wie aus dem Drachengepulder. Ich bleib dabei. Also wirklich irgendwie. Für sowas 600 Edelsteine aufnehmen. Ich überlege mir tatsächlich noch, ob ich mir den holen soll. Bin ich mir noch nicht sicher. Bin auch am Überlegen. Da bin ich auch mal gespannt, wie du was so dann Endergebnis kommt. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir den holen soll, aber ich habe halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich suche gerade noch ein bisschen einen Hammerskin und ich habe noch keinen gefunden, der mich interessiert. Außer vielleicht Mjölnir. Mjölnir würde mich wirklich extrem interessieren an Hammerskins, aber der ist halt auch extrem teuer. Bleib dabei. Das Beste ist immer noch der Schrotter oder Hammer. So, dann haben wir Valentinstag. Warte mal. Am 14. Am Sonntag ist Valentinstag. Am Sonntag ist Valentinstag. Hm? Gut, dass die Floristen geschlossen haben. Ja, die sollen ja aufmachen für einen Tag in Bayern, habe ich. Ist das so? Ja, ist tatsächlich so. Oh Gott. Okay, ja gut, man muss aber sagen, für Floristen ist Valentinstag wirklich der einnahmenreichste Tag im ganzen Jahr tatsächlich. Also Valentinstag steht an und passend dazu gibt es Rückkehrer und zwar einmal den Blumenstrauß, das war glaube ich ein... Schachtelpralinen. Ja, ach so, es gibt dieses Paket, so heißt es genau, Schachtelpralinen und den Blumenstrauß. Und der Blumenstrauß, wenn ich irre, war so ein Spielzeug, Waffending, ihr wisst schon, wie das Holzschwert oder so. Und gerade Spechtmusik fragt, ob ich den Moloch habe. Ja, ich habe den Moloch, aber ich bin auch ganz froh, wenn ich mal einen anderen Skin als irgendwelche Legendary Skins habe. So. Genau, dann, ich meine, das war damals so, dass das so ein Spielzeugding war. Ich weiß gar nicht mehr, was du mit der Schachtel Pralinen aus sich habt, ehrlich gesagt. Jetzt hat die Harf gezeigt, oder was? Jetzt ja, zeigt ja, die das Harf, ist ein uraltes Video von Alex. Ich glaube, er zeigt nur die Harfe. Ich finde es auch immer toll mit diesen alten Videos, weil dieses Rand der Nebel Gebiet hier, und dann gibt es ja nicht mehr das Tutorial Gebiet. Der hat noch nie einen guten Modegeschmack gehabt. Allerdings, stimmt, da gab es ja noch ein vorgefertigtes Set, der konnte mit der normalen Ausrüstung kaufen. Stimmt ja. Genau, jedenfalls ist das wieder zurückgekommen, zusammen mit dem Hochzeitsvorbereitungspaket? Hochzeitsvorbereitungspaket, wo, glaube ich, unter anderem das Hochzeitskleidungsset drin ist. Ich meine auch ein Identitätsreparaturskit, meine ich gesehen zu haben. Naja, eigentlich könnte ich wirklich am Sonntag als Single mich einfach auf diese Hochzeitsinsel in Löwenstein hinhocken und weinen, den Leuten zugucken, traurig die Haare schwingen, wie viel Spaß sie gemeinsam haben und weinen, ja.
Ja, ach Gott. Auch Taschentücher, oh viele Taschentücher. Gott. Moment. Und was haben wir sonst noch? 20 Rabatt auf die Liebesflügel, Rucksack, Kleidschirm, ja. 50% Rabatt auf kaiserliche Gardekleidung. Ja, logisch. Immer mehr mit dem Kanter noch haben. Eder gebundener Schulterschutz, Eder gebundene Beinschiene und Eder gebundene Stunden. Eben. Sind jetzt wieder vorhanden, nicht reduziert. Ja, ja, sind wieder da, genau. Ich hatte ja kein Prozent gesagt dazu. Ja, okay. Spannend. Dann haben wir sogar was ganz Neues von unserem Chefredakteur bekommen. Was denn? Und zwar hier, kleine News. Ich glaube, das habe ich sogar euch gepostet, wenn ich mich nicht hier. Es gibt jetzt hier einen Rollkäfer. Es gibt die Rollkäfer Champions League 2021. Achso, die World Beetle Champions 2021. Ja, ich habe noch gar nichts darüber nachgelesen, ehrlich gesagt. Ich habe es nur am Rande mitbekommen, dass sowas stattfindet. Ich habe irgendwie das Teaser-Bild auf Reddit gesehen. Ja, das dieses geile Poster, ne? Mhm. Ja, das habe ich auch an ganz vielen Stellen gesehen. An einigen anderen auch ein paar Discords, wo ich unterwegs bin. Und das Ganze wird von wie spricht man das aus? Battle Efficiency. Danke. Auf der offiziellen Seite, ja, manche Wörter sind schwierig. Ja, im Zusammenhang, glaube ich, mit Guild MM, glaube ich, wird das doch veranstaltet, oder nicht? Die Seite lädt hier relativ lang. Sind viele Leute unterwegs? Wahrscheinlich. Läuft sie langsamer als Guild News? Gut, ich lese einfach mal so. Also hier war schon in der Vergangenheit in Erscheinung getreten, wenn es um Rollkäfer reinging. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Tschüss. Auch dieses Jahr wird durchgestartet und diverse Sponsoren für den Preispool sind an Bord. ArenaNet sponsert 5000 Edelsteine. Das ist ein offiziell gesponsertes Projekt. Ich glaube, die sind auch Partner, wenn ich mich nicht. Ja. Ich glaube, da war es mit ArenaNet Partner, wenn ich mich nicht. Dann Guild MM, der reichste Spieler in Guild Wars 2, unterstützt unter anderem mit einer festlichen Konfetti-Infusion. Und unsere französischen Kollegen Lebus Magique. Keine Ahnung, ich hatte kein Französisch. Aber die sind nach wie vor, ich glaube, das ist die einzige französische Seite, die noch, glaube ich, aktiv ist tatsächlich. Es gab wohl mal, hat mir mal jemand erzählt, wo. Ein Jubiläum letztes Jahr, wenn ich mich nicht erinnere. Fünf französische Webseiten oder so und jetzt gibt es, glaube ich, nur noch Lebus Magique oder so. Die Franzosen haben noch schläft halt aktiv. Vieles ein, ehrlich gesagt. Na gut. Ist halt der Lauf der Dinge. Also die helfen auf jeden Fall mit mystischen Münzen. Das wäre jetzt was für dich. Suche immer noch welche. Ja, dann, ich bin am Rollkäfer nicht gut unterwegs. Dann trainier, komm. Sonntags ab sofort Rollkäfer. Dann die Qualifikation findet über die Rollkäferrennen im Spiel statt. Welche Rennstrecken gefahren werden, entscheiden die Streamer des Qualifikationstages. Die Kontinentalfinale. Kontinentalfinale, ja, das ist okay. Klingt komisch, ist aber ist aber so, okay. Werden in Gildenhallen stattfinden. Die 6 besten Fahrer jeder Region, Nordamerika und Europa, fahren dann gegeneinander. Der Austragungsort werden 6 Strecken in Gildenhallen sein, welchen den Fahrer alles ab. Ich frage mich ja, ob da ob Stefanies Gildenhalle ebenfalls auftritt. Sie hat ja eine richtig schlimme Rede. Ich weiß, dass sie im Vorfeld tatsächlich Gildenhallen gesucht haben, wo so Strecken drin sind. Da konnten Gilden sich tatsächlich, meine ich, mitbekommen zu haben. Sie hat ja eine furchtbare, also eine tolle Strecke, aber schwierig. Ist ja auch so, Brad Pitt, Bad Pit Gaming und Sarah Lex, die ja bei uns im Stream-Team sind, die arbeiten ja auch aktuell für ihre Gildenhalle an einer Strecke und machen deswegen aktuell jeden Tag die Maps, die ganzen Rennen, um die Marken für die Strecken zusammen zu bekommen. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch angefangen, die Strecken mal wieder zu machen, um mal die ganzen Skins noch freizuschalten, die ich dann auch freischalten muss. Wie diese coolen Rennfahrerbrillen. Den Schal habe ich tatsächlich noch nicht freigeschalten. Oh. Da hocke ich ja immer, wird ja immer noch verdeckt hier. Den Schal habe ich tatsächlich noch nicht freigeschalten, aber ich will das jetzt alles nacheinander alles abarbeiten.
Ja, ist doch eine schöne Sache. Also ich freue mich, dass noch solche Events stattfinden. Ja, was soll man sonst tun, ne? Naja, Community ist wichtig für so ein Spiel. Und genau, was kann man denn ansonsten tun? Haha, ArenaNet bietet nämlich uns nächste Woche tatsächlich noch einen Content an. Darum wollte ich nämlich heute noch sprechen. Okay, hau rein. Denn ab Dienstag, den 16. Februar, kriegen wir neue Verbündete für die Drachenhilfsmission. Und zwar dürfen wir ab nächste Woche den Erhabenen für eine Woche unter die Arme greifen. Wird wahrscheinlich dann wieder neue Belohnungen geben. Was werden wir dann sehen? Bei den Deldrimor-Zergen war es ja die Deldrimor-Infusion. Bei den, was hatten wir noch? Die Blüten, wie heißen die? Kristallblüten? Kristallblüten gab es ja die Axt. Bei der Ebon-Falke. Gab es den Kammerskin? Und die Unterwaffe. Vor allem der Speer war wichtig. Unterwasser. Genau, und dann mal gucken, was wir jetzt bei den Erhabenen bekommen. Und ich glaube, das haben sie auch schon angekündigt, wird es wahrscheinlich auch eine neue Beherrschung wieder geben. Und dann wahrscheinlich auch diese ganzen Geschichten mit den Waffenskins. Was ja, richtig, die Beherrschung kommt raus, indem sie dann diese unvollendeten Drachenwaffen-Dings da benutzen kannst, indem du dann auf den Champion draufschlägst mit deinem Special Action. Um es abzukürzen, es gibt wieder einen Grund, Drachenhilfsmissionen zu machen. Oder auch mal die Erfolge für die Drachenhilfsmissionen fertig zu machen, wo ich zum Beispiel dazu gehöre. Oder die Möglichkeit, besser gesagt, weil, so wie ich das mitbekommen habe, ist auch im LFG die Freude an Drachenhilfsmissionen nicht mehr da, sodass das LFG komplett ausgedünnt ist. Wirklich? Jo, das ist nicht gewollt. Wie lange ist der Content jetzt da? 3 Wochen? Ja, die Leute spielen das halt die erste Woche und dann interessiert es da ja schon keinen mehr. Das ist ein bisschen traurig. Aber du kannst es ja alleine machen. Ich weiß bloß nicht, wie gut die CRMs alleine funktionieren. Also die Challenge. Da, wenn du eine gute Klasse hast, funktioniert. Ich weiß nicht, ob Schneekugeln allein so leichten. Wahrscheinlich schon machbar für gute Spieler. Aber. Weiß ich jetzt auch nicht. Müssen wir mal angucken. Weil von T-Bot gab es da noch nichts. Weil die Schneekugelnhöhlen haben sie ja erst wieder angepasst. Hatten wir ja letzte Woche das Thema gehabt. Dann sehr erst wieder die Drachenhilfsmission angepasst gehabt. Jo. Oh. Wenn man dann auf jeden Fall nächste Woche wissen, wie der neue Content sein wird. Und ich glaube noch nicht, dass wir. Obwohl, es kommt darauf an, ob sie vielleicht in den Blogpost schon was, deinen Teaser geben. Was dann als Kapitel 3. Ja, das kommt ja dann im März, ne? Ja. Also ich nehme mal an, ich weiß nicht, ob es dann 2 Wochen später. Wäre es zu früh. Also was mir auch noch, ach ja, übrigens genau, nächste Woche ist auch der 18. und der 18. ist das offizielle Ende vom MacLine. Achso, ja. Da ist endgültig Schluss damit. Ihr habt euren Account und ihr könnt auch weiterhin auf einem normalen Windows-Account weiterspielen, aber es gibt keine Mac-Unterstützung. Nur damit euch das nochmal klar ist, für den Fall, dass ihr immer noch einen Mac-Account habt und dann spielt. Gibt es welche bei uns in der Community, die darauf spielen? Aber interessant zu wissen. Ich weiß, dass Herzmelodie einen Mac besitzt und glaube ich auch Guild Wars 2 drauf gespielt hat, aber ich glaube, sie hat einen neuen PC. Inzwischen spielt da gar kein Guild Wars 2 mehr, dementsprechend auf dem Mac. Weiß ich gerade nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich habe mitbekommen, dass ein Arena-Partner sich wohl auf dem Mac spielt. Ob der das, wie er das jetzt dann ab nächste Woche dann tut, keine Ahnung. Weiß ich nicht. GeForce Now, da geht's ja noch. Im Streaming-Dienst. Ja. Ist halt blöd, aber es ist halt einfach so. Wir haben ja schon oft genug im Podcast darüber geredet. Du hast ja auch ein bisschen erklärt, warum es so Probleme gibt wegen API. Oder beziehungsweise wegen dem Zeug, was Apple nicht nutzen möchte. Ich habe nochmal nachgeschaut. Champion kam, also Kapitel 2 kam vor 3 Wochen raus. Das heißt, wir haben dann nächste Woche 4 Wochen. Und in 2 Wochen danach hätten wir, lass mich mal schauen, also wir sind dann am 16. 2 Wochen später wäre der 2. März. Ich glaube, der 2. März wäre zu früh für den 9. Nee, habe ich auch überlegt. Ich glaube, es wird eher der 9. März werden, nehme ich an. Obwohl, vielleicht geht es schneller jetzt, wenn sie die eine Episode ja auf Ende März vorschieben. Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt, okay, wie werden das? Also wir hätten 6 Wochen pro
Genau, wir hätten für jedes Kapitel 6 Wochen. Dann würde am 2. eine neue kommen. Was sind dann 6 Wochen? Der 13. oder 20. Der 13. wäre dann das nächste. Und dann, na gut, dann würde schon mal nicht funktionieren mit dem. Also, weiß ich, es könnte durchaus sein, dass sie jetzt die Kadenz kürzer machen. Ja, schauen wir mal. Im April haben wir auf jeden Fall noch eine Super Adventure Box ausstehen. Und dann hört dann eigentlich mit dem letzten Kapitel hört ja die Roadmap aus. Mal gucken, was dann, was sie danach geplant haben, ob wir da eine Durchstrecke haben. Oder. Alle 4 Wochen wird es Sinn machen übrigens, er wird genau hinkommen. Oder erstmal mit einem Add-on beglückt werden. Freuen wird es mich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich das weiß, umso früher kann ich dann auch Urlaub dafür blocken. Vielleicht wirklich einen direkten, kompletten Monat Urlaub für Guild Wars 2. Ja, gut, das muss man mal schauen, ob ich dafür überhaupt. Gut, einen Tag Urlaub würde ich. Es sieht schlecht aus, dieser Urlaubssage allgemein. Die Brückentage sind etwas kritisch dieses Jahr, ja. Einiges ist schon benutzt worden. Mal schauen. Ja, okay. Gut. Dann war es das für heute. Ja, heute mal ein bisschen kürzer. Wir haben trotzdem ganz gut 41 ist doch. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden, wenn das so der Fall ist oder auch nicht. Also sprich, egal ob ihr gutes oder schlechtes Feedback habt, könnt ihr das ja gerne in den Kommentaren schreiben auf YouTube, wo wir zu finden sind, oder auch bei uns auf der Seite gildnews.de natürlich in dem Kommentarbereich. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Twitter folgen, wo wir als guildnews.de unterwegs sind. Auf Facebook findet ihr uns auch. Instagram habe ich, glaube ich, schon gesagt. Nee, Instagram habe ich noch nicht gesagt, da könnt ihr uns auch folgen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Fragen an uns stellen oder an andere Spieler, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Und das tut ihr am besten auf unserem Discord, den ihr erreicht, unter der Adresse discord.gg/guildnews. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch melden, wenn ihr in die Gilde eingeladen werden wollt, in unsere Guildnews-Gilde, die voll ausgebaut ist. Und jeden Montag um 19:30 Uhr die Gildenmission durchführen. Also wenn euch Gildenbelohnungen fehlen, wie zum Beispiel für die Glückskuverts, die es aktuell dort jeden Tag 3 Stück zu kaufen gibt, ist das vielleicht eine Sache für euch. Boah, ich glaube, damit habe ich schon alles ganz gut abgekürzt. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann habt noch einen schönen Rest der Woche. Bleibt gesund. Danke nochmal, Dotzi, für die Kamera. Schönes Wochenende und ich hoffe, ihr friert euch nicht für Füße ab. Ja, es wird noch ein bisschen kalt bleiben. Schauen wir. Ja, Chaumak mag uns derzeit nicht. Aber Bremor, das wird schon wärmer machen nächste Woche. Wahrscheinlich, ja. Okay, alles dann. Klar. Servus und Baba. Zum nächsten Mal. Der Guild News.